Dann starten wir einfach mal den Stream. Ich habe einen stehen, mit dem ich Sport hätte machen können. Ist das so? Als wenn du Sport machen würdest. Ja, die letzten 3 Monate habe ich es nicht benutzt. Ah, das meine ich ja. Ich hätte Sport mitmachen können. Hätte. So, nochmal für alle. Wir sind jetzt live. Oh. Es ist 19 Uhr, ja. Genau, jetzt ist Ernst der Lage. Bier weg, Wasser her, viel Spaß. Und dann starten wir nämlich auch schon. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Input Queue der Kanban User Group. Hier plaudern wir mal ernst, aber nicht immer ernst gemeint, mit euch und unseren Gästen über ihre Erfahrungen mit Kanban und interessante Themen rund um die Methode. Ihr könnt aber jederzeit per Chat eure Fragen und Kommentare in den Ring werfen. Heute bei uns zu Gast Ralf Kruse. Ralf hilft seit mehr als 10 Jahren Organisationen bei ihren vielfältigen internen Herausforderungen und deren Implementation von agilen Herangehensweisen. Dabei nutzt er immer wieder auch die Kanban-Methode sowie Techniken der Gamification. Neben dem Haus vom Nikolaus, einer digitalen Neuinterpretation des Ballpoint-Game, war er auch für das beliebte Kanban-Pizzaspiel verantwortlich. Mit uns spricht er heute über seine Erfahrungen mit Kanban, wie er überhaupt zur Methode gekommen ist und worauf man bei der Entwicklung von Lernspielen und Simulationen unbedingt achten muss. Herzlich willkommen, Ralf! Ja, schön hier zu sein. Zusätzlich darf ich meinen geschätzten Vereinskollegen und den Gastgeber der heutigen Sendung begrüßen, Per Johomsen. Herzlich willkommen, Per. Ja, hallo. Hallo. Und natürlich auch an euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Alexander Stein und jetzt geht's auch schon los mit der Sendung. Nice. Bis auf einen Knopfdruck habe ich diesmal alles hingekriegt und einen kleinen Versprecher drin. Das wird. Sehr cool. Nach 20 bis 50 Sendungen und du hast es drauf, Alex. Ja, ist geil. Ich wollte gerade sagen, beim Podcast habe ich auch die ersten 50 Sendungen, die haben so ein paar Haspler drin, aber dann wird es besser. Ja, und du machst ihn sogar kommerziell, wir machen das nur so nebenbei. Das ist nochmal eine andere Motivation. Sehr schön. Ralf, toll, dass du da heute bei uns bist. Das ist, ich freue mich. Wirklich wunderbar. Viele von euch, die im Stream dabei sind, wissen es wahrscheinlich gar nicht, aber Ralf war auch mal einige Zeit, ich weiß, kann jetzt schwierig schätzen, wie viele Jahre das waren, Mitorganisator der Limited Whip Society Kanban User Group Hamburg, damals firmiert. Damals noch. Limited Whip Society. Und insofern toll, dass du mal wieder mit bei den Sendungen dabei bist. Damals haben wir das alles noch so, haben wir uns noch so in Realität getroffen. Mit Menschen und so. Mit Menschen und anfassen und ja. Gut, so geht's auch. Voll gut, dass du heute bei uns bist. Lass uns ein bisschen starten, also für alle, die noch nicht so oft bei uns waren und das deswegen das Format vielleicht noch nicht so kennen. Das ist ein Interview, Alex hat es ja gesagt, wir schnacken so ein bisschen und ihr könnt Einfluss nehmen. Es gibt ja einen YouTube-Chat-Kanal und wenn ihr sagt, die Fragen, die wir Ralf stellen, sind total langweilig oder da wollt ihr öde oder da wollt ihr noch mal eintauchen. Was wir mit Absicht machen. Wir haben extra langweilige, fachliche Fragen rausgesucht. Da seid ihr richtig gut drin, oder? Ja, wir haben jetzt ein bisschen Übung. Das wird gut, ich freue mich. Wir kriegen das hin, das wird gut. Genau, und wenn ihr sagt, oh, da habt ihr aber vermieden, den Finger in Ralfs Wunde zu legen, dann schreibt einfach eine Frage in den Chat und dann zensieren wir sie und stellen sie Ralf nicht, weil wir natürlich nur freundliche Fragen stellen. Quatsch, dann haut's raus. Was auch immer ihr von Ralf wissen wollt, wir trauen es uns zumindest zu, ihn zu fragen und dann sehen wir, wie er sich drum drückt, zu antworten oder wie ehrlich und offen er ist und alles beantwortet. Da hast du gerade nochmal die Kurve gekriegt, ne? Wir sind ja live, wir können nichts rausschneiden. Ja, stimmt. Aber in meinem Podcast auch so. Aber was wir machen können, ist, wir können was reinschneiden. Und ich glaube, jetzt wäre noch mal ein guter Punkt, auf, darauf aufmerksam zu machen, dass wir das ehrenamtlich in unserer Freizeit machen und deshalb einige der laufenden Kosten über Partner und Kooperation abdecken müssen. Und wir haben einen Sponsoring-Partner für die heutige Sendung. Dem würde ich gerne mal ein paar Worte gönnen, bevor es dann richtig losgeht. Die heutige Sendung wird euch präsentiert von OSE. OSE bietet Seminare, Trainings und Workshops an und unterstützt die kniffligsten Projekte seit über 20 Jahren mit größter Begeisterung. Beim Kunden vor Ort, online oder auf dem eigenen OSE-Campus im Hamburger Schanzenviertel. OSE schafft Wissen und Können, macht neugierig und inspiriert.
Mehr Infos gibt es unter www.ose.de. So, dann starten wir jetzt. Ralf, wo bist du denn jetzt gerade? Wo bist du und warum? Ich bin im schönen Hasefeld, das ist hinter Buxtehude, wo ich in meinem schönen skandinavischen Holzhaus sitze, in dem Zimmer, was ich als Loch bezeichne. Also mein Loch nenne ich das immer. Also das ist das Zimmer, was ich mir eingerichtet habe, um mit meinen Kunden zu arbeiten, also so als Arbeitszimmer so ein bisschen zu arbeiten. Ich habe auch tatsächlich gedacht, ich mache die Wand hinter mir schwarz, damit das mal nicht so öde ist, für Videos an der Stelle. Und hier bin ich, weil meine Frau hierher kommt tatsächlich. Und wir mit unseren Zweimal-Zwillingen hier auf dem Land wohnen. Ja, cool. Das heißt, was wir da sehen, ist kein virtueller Hintergrund, sondern das hast du... Nee, ich kann da Bücher rausgreifen aus dem virtuellen Hintergrund. Also. Das ist eine hohe Virtualisierungskunst. Echte Bücher aus dem Hintergrund greifen. Cool. Wo wir gerade über Virtualisierung reden und Hintergrund und ganz viel Remote machen und sowas. Was hat sich für dich durch Corona verändert? Gern auch, du kannst auch über Privates reden, aber im Wesentlichen über die Arbeitswelt, auch über deine Tätigkeit. Naja, vor Corona hatte ich zwei Sachen vorgehabt. Ich hatte vorgehabt, dass ich meine Vielfliegerkarte loswerde, weil ich weniger reisen wollte. Deswegen habe ich auch meinen Podcast Grammeistern bewusst auf Deutsch gestartet, weil ich relativ viel in Europa insgesamt unterwegs war. Und das war gutes Timing. Ein bisschen über den Punkt gewesen an der Stelle. Und die Geister, die ich rief, das wusste ich nicht. Es war so ein bisschen schmerzhaft gewesen. Das war so ein Einfluss, der anders war. Und tatsächlich kurz bevor Corona kam, bin ich hier durchs Haus gelaufen und habe ein Mentoring-Programm starten wollen, also ein Online-Programm, und habe gedacht, auf die Idee, dass man das remote machen kann, da kommen die anderen nie. bin ich hier wirklich so, ich habe hier so ein Buch gehabt, habe ich durch Zufall jetzt tatsächlich noch liegen, so Good Strategy, Bad Strategy, wie geht man sowas an, dass man da, total tolles Buch übrigens. Verlinken wir alles in den Shownotes. Genau, hatte ich gedacht, wie geil, endlich habe ich verstanden, wie man sowas angeht, da, weil wir haben so viel über online gebasht an der Stelle. Und dann war plötzlich März, Corona, alle waren irgendwie von einem Tag auf den anderen irgendwie Remote-Experten gewesen. Also einige von denen mir noch zwei Monate vorher erzählt haben, dass sie sagten, Remote geht gar nicht, waren dann plötzlich auf LinkedIn Remote-Work-Pioneers und mache das schon seit 20 Jahren und so. So gesehen hat sich da viel geändert. Von der Begleitung her war für mich tatsächlich am Anfang ein gewisses Loch da, weil zum einen ich einen gewissen Anteil Trainings mache. Und das andere ist, ich mache relativ viele Begleitungen, die sehr punktuell dazu sind, zu sagen, man nimmt sich fokussiert was vor und wie hilft man Leuten, dass sie wirklich relativ schnell eine neue Umgebung, einen Bereich umbauen, ein Team umbauen oder ähnliches. Das heißt, diese Begleitungen starten schnell, sind aber auch innerhalb von 2-3 Monaten vorbei. Und irgendwie kurz nachdem Corona da war, wollte gerade irgendwie nicht so viele Leute starten, weil die waren irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt. Ich weiß auch nicht, warum. Aber tatsächlich hat es relativ gut funktioniert, zum Beispiel auch die Trainings remote zu machen. Das ist in der Situation so mit 4 Kindern, weil es sind dann von 2 auf 4 während Corona geworden. Es ist schon sehr praktisch, halt auch mehr zu Hause zu sein. Viele Sachen, finde ich, kann man auch relativ gut von remote machen. Und war erstmal vor allem beeindruckt, wie viel man Trainings besser machen kann. Ich habe auch das Feedback gekriegt von einigen Leuten. Also ich habe von den Leuten, die Trainings bei mir offline und online gemacht haben, das Feedback gekriegt, dass über 50% meine Online-Trainings besser fanden. Deswegen weiß ich tatsächlich auch noch nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn jetzt Leute mehr wieder vor Ort fordern, wie ich mit diesem Feedback umgehe, dass einige sagen, die beides gesehen haben, also dass sie es online besser fanden. Weißt du denn, woran das liegt? An dir oder deinen Methoden? Oder? Ich habe ein paar Sachen renoviert tatsächlich einfach an der Stelle. Also immer wenn neue Situationen kommen, dann triggert mich die Sachen komplett auch umzubauen und konsequent halt auch die Technik zu nutzen oder beziehungsweise den Raum anders zu nutzen. Das heißt, ich bin nochmal jetzt weniger, also Alex, ich glaube, du bist ja relativ stark eingestiegen, wie du dir ein Steam Deck und was auch immer da so alles hinstellst. Ich bin tatsächlich hingegangen und habe jetzt in den Trainings, aber auch in den Begleitungen, also in den Trainings insbesondere, habe ich sehr viel stärker drauf geguckt, wie ich die Leute in die Verantwortung im Training nehme. Ich mache da so Sachen mit drin, dass ich Leute am Anfang frage, und was denkt ihr, wäre notwendig, dass wir unter diesen Bedingungen ein Weltklasse-Training machen, und lasst ihr dann halt erzählen und
check das mit denen dann halt einfach einen halben Tag später ab in einer kleinen Umfrage, um dann zu gucken, dass es halt wirklich was Gemeinsames wird, ist sicherlich ein Punkt. Dann, dass ich teilweise auch auf Inhalte aus meinem Podcast zum Beispiel mit verlinke, das heißt so ein bisschen auch mit, was man in der Session drin hat, spielt zu dem, dass es rausgeht. Das ist nochmal so eine Stärke gewesen, wo ich vorher immer überlegt hatte, wie kriege ich, mache ich da 2D-Barcodes auf die Flipcharts drauf oder so. Das ist, glaube ich, nochmal so ein Faktor gewesen. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Punkte gewesen. Aber ich bin da relativ low-tech geblieben an der Stelle und hatte auch den Mut zur Hässlichkeit und Flexibilität behalten. Ja, am Ende ist es ja auch wie in Präsenz, ne? Wenn die Leute dann anfangen, erstmal ihre Flipcharts so hübsch wie möglich zu malen, um dann zu erkennen, es geht doch wieder um den Inhalt, der draufsteht und die Interaktion und das Format vor Ort. Dass bei mir jetzt die Technik rumsteht, ist ja vor allem auch, weil wir Formate wie das hier machen. Für die Male, wo ich halt primär noch Trainings gegeben habe bis jetzt zum Jahreswechsel, da ging es dann auch eher Low-Tech, ne? Nicht mit 5 Kameras und allen möglichen Kram, sondern zu gucken, was funktioniert tatsächlich remote auch, was funktioniert besser, welche Tools. Und ein Punkt, von dem ich weiß, weil du mir schon öfter in der Vergangenheit beim Thema Lernspielen erzählt hast, wenn wir zum Fokusthema nachher noch kommen, wirklich zu überlegen, warum füge ich was hinzu. So, ne? Und das ist bei Technik, aber auch bei Online-Formaten. Also muss es wirklich ein Tool wie GatherTown oder sonst eine virtuelle Welt sein? Wieso? Was möchte ich damit eigentlich bezwecken? Welches Lernergebnis verspreche ich mir damit? Genau, das ist definitiv auch ein Punkt. Weniger ist da mehr. Und auch ein paar Sachen fand ich total witzig, weil ich habe wiederholt zum Beispiel auch auf LinkedIn gelesen, dass Leute gesagt haben, Remote-Trainings kann man nur vernünftig mit 2 Monitoren und sonst irgendwas machen. Und da saß ich dann auf diesem Sofa, also den Schreibtisch hatte ich dann am Anfang so nicht gehabt und saß mit meinem Lofer, auf meinem Sofa mit so einem Klemmtisch, den ich auf dem Schoß haben konnte und habe da die Trainings von gemacht und Leute sagten, man muss unbedingt 2 Monitore und hast nicht gesehen haben und ein 13-Zoll-Laptop, das geht gar nicht. Und ich habe dann gefragt, was haben die? Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass Miro und Teams in der Kombination, gerade wenn du Teams auf hast, irgendwie 2/3 des Bildschirms nutzt, aber ich primär halt da zum Beispiel Zoom benutzt hatte und die Probleme gar nicht hatte, bis ich mich dann ein Kunde gezwungen hatte, Teams zu benutzen, dann habe ich es auch verstanden. Das ist nochmal ein Thema für sich, welche Tools dann welches Setup benötigen und Hast du denn, also ich habe noch 2 Anschlussfragen an dieses Thema. Also ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass wir beim Agile by Nature Camp waren, in das Jahr vor Corona. Das muss ja dann irgendwie im Herbst 2019 gewesen sein, wo du halt genau über deine, ich will mehr Remote machen und Remote Mentoring und sowas geredet hast. Ich glaube, da haben wir dich alle angeguckt wie ein Auto. Nee, keine Ahnung, aber so ein bisschen hatte ich so im Moment, das war radikal. Nee, ich glaube, ich bin ganz ehrlich, bin, glaube ich, auch aus dem Gespräch rausgegangen und habe gesagt, Ralf hat da auch eine irre Idee irgendwie. Also, dass das natürlich irgendwie eine Marktnische sein könnte oder sowas, war mir damals schon klar. Und dass das auch cool ist, die Leute in, weiß ich nicht, Obertupfingen zu erreichen. Gibt es das, gibt es den Ort? Und ich habe den gerade diskriminiert, das tut mir leid dann. Entschuldigung, Obergoblinheim oder so. Gibt es vielleicht... Dass du den Bayern-Trainer und die freiwillige Feuerwehr machst, das wäre gefährlich. Ja, das möchte ich nämlich vermeiden, so war es nicht gemeint. Ich wollte nur sagen, das knüpft nämlich kommt nämlich zu meiner Frage dann eigentlich. Hast du dann profitiert davon, dass du eine andere Reichweite hast, also dass die Leute nicht in Präsenz nach Hamburg anreisen mussten oder du irgendwo hinreisen musstest oder sowas, sondern dass du sagen könntest, hey, ich konnte meine Angebote einfach irgendwie online anbieten und irgendwelche Leute, die über meinen Podcast gestolpert sind, konnten teilnehmen, obwohl sie am anderen Ende der Welt saßen? Also es ist tatsächlich so, dass sowohl bei den Trainings als auch bei dem Mentoring-Programm kommen Leute aus dem ganzen Dachraum. Und gerade jetzt bei dem Mentoring-Programm suchen Leute nach unterschiedlichen Sachen. Es ist, glaube ich, gut, auch so ein Einzugsgebiet zu haben, wo du mal kurz eben sagen kannst, du machst Mittwochabends halt Sessions an der Stelle, sagst, da kommen wir rein und du arbeitest halt zusammen Fälle auf. Und das ist halt einfach besser, dass das remote ist und dass du da vom Einzugsgebiet nicht eingeschränkt bist, sodass Leute, die sich für einen intensiven, längeren Austausch interessieren, dort einfach reingehen können, wo ich nicht weiß, ob man das regional zum Beispiel einfach nur sagst, du brauchst es nur für Hamburg oder ähnliches auf. Ich glaube, es ist viel schwerer, als zu sagen, du hast da ein bestimmtes Format, du hast da eine bestimmte Marke, du hast auch über zum Beispiel einen Podcast eine gewisse Reichweite und Leute wissen, worauf sie sich da einlassen, in Anführungszeichen. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, der hilft da schon ungemein. Also das würde ich schon sagen, ob das jetzt
Aber es ist deutlich diverser geworden an der Stelle. Es fühlte sich manchmal auch so ein bisschen an wie eine Globalisierung bei den Trainingsangeboten, aber ich glaube, das ist ein Thema für sich. Mhm. Ich habe es noch nicht sortiert und ich frage mich auch tatsächlich, ob wir noch unglaublich viel in den Bereichen von, wie wir zu Remote gegangen sind und wie wir jetzt teilweise auch wieder zurückgehen. Ich glaube, wir werden auch genauso viel lernen, wie wir reingegangen sind. Ich glaube, diese ganzen Wetten, wo Leute sagen, ich garantiere dir, wir werden alle remote bleiben. Also ich finde remote, wie gesagt, viele Sachen super, auch wie ich das mit Familie, Kindern zusammenkriegen kann, finde ich von ganzem Herzen viele Sachen super. Ich weiß halt nicht bei jedem, wie ernst er es meint, wenn er einfach mal sagt, wir müssen jetzt erstmal remote machen und bist dabei. Und wenn jeder Freelancer sagt, natürlich mache ich auch remote, ich verdiene ja auch Geld. Wann ist eine Aussage aus Überzeugung und wann ist sie opportunistisch zu sehen? Das ist das, was ich halt nicht weiß und welche Dynamiken damit reinkommen. Ich habe irgendwann mal, letztes Jahr habe ich eine Podcast-Folge gemacht, Rest in Peace Papierboard, weil ich glaube, dass tatsächlich die Sache, dass man Kanban-Boards und Scrum-Taskboards sich als Papier hinhängt, den Trend, die Aussage wage ich, das wird nicht mehr so stark passieren, weil es muss nur ein Teammitglied pro Tag oder irgendwo nicht da sein, dass der Vorteil weg ist und die Technologien, sei es auch mit einem digitalen Whiteboard oder irgendwas, sich das hinzubauen, hat sich so stark etabliert an der Stelle, dass das in solchen Situationen außerhalb von einzelnen Workshops es sehr schwer haben wird und ich glaube, verschwinden wird. Frage dazu, siehst du das wertend? Also schmerzt es dir in der Kanbani-Seele, dass die physischen Boards dann aussterben werden oder siehst du das erstmal völlig wertfrei und neutral? Ich weiß nicht, ob es was bringt, dass man das werten sieht. Also der Punkt, der mir wichtig ist, ist bei solchen Tools, auch wenn man jetzt zum Beispiel gerade auf eine Einführung von Kanban guckt, dass man da unterwegs ist und sagt, wir brauchen eine maximale Freiheit und Flexibilität, wenn wir ein erstes Board aufbauen. Und wenn du ein Tool nimmst, was mangelnd konfigurierbar ist, bist du meistens überfordert und machst einfach die Standardeinstellung, die es halt hat. Und wenn ein Tool hochkonfigurierbar ist, sind die Leute halt auch mit dem Board überfordert und Papier und Stift gibt halt einfach eine Flexibilität und auch keine Constraints mit rein an der Stelle. Das halte ich halt einfach für wichtig. Das kann man aber genauso mit einem Miro oder einem Muralboard halt auch viele Aspekte hinkriegen. Also ich habe jetzt Ende letzten Jahres habe ich zwei Einführungen gemacht. Die eine habe ich vor Ort gestartet, die andere remote, aber wir haben uns bei denen eigentlich bei beiden entschieden, dass wir das auf einem Muralboard erstmal machen, in einer gewissen Freiheitsgraden entstehen lassen und dann weitergehen. Und ich glaube, wir brauchen diese Flexibilität und da gibt es weniger Einschränkungen, als ich gedacht habe, aber auch solche Sachen, so ganz einfache Sachen wie, dass man sagt, ich nehme etwas und ich priorisiere etwas runter. Wenn das an so einer Wand ist, das hat halt nochmal so einen Punkt, Peer, dein Punkt geht jetzt nach da. Und du musst da gehen so ein paar Sachen verloren, aber ich glaube, wir gewinnen andere Sachen, dass plötzlich Leute unterwegs sein können und man plötzlich, auch wenn der eine nicht da ist, plötzlich ein Board aufrufen kann und du kannst es zu Hause mithaben, du kannst es unterwegs mithaben und wir gewinnen halt auch Sachen. Also ich glaube, das wiegt sich auf. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich bin voll bei dir. Ich glaube, ich merke auch, das Hindernis, was ich, oder das Hindernis, was ich im Moment wahrnehme, ist dieser Wunsch, ich will wieder zurück zu vor Corona oder sowas. Ne? Und ja, genau, jetzt gehen wir wieder ins Büro, alles kann wieder sein, so wie vorher. Und das ist einfach eine naive und falsche Annahme. Und das ist auch dann quasi ein Nachtrauern der Vergangenheit und nicht Embrace Change, heiße das willkommen und nimm auch das mit, was wir gelernt haben auf der Reise und mach das Beste draus ein bisschen. Ne? Ja, es gibt so zwei Sachen, die ich aus Corona noch für mich mitnehme an der Stelle. Zum einen, was mir bei Begleitung wirklich gefehlt hat, ist das informelle Gespräch in der Kaffeeecke. Also der Punkt, wenn du halt fokussierte Begleitung aufbaust, dann ist der Punkt dabei, da hast du manchmal Leute, die so abschalten oder kochen oder noch sich damit zurechtfinden müssen. Und wenn du sie informell in der Kaffeeecke greifen kannst, dann ist natürlich das sehr praktisch, weil du kannst ins Gespräch gehen, ist unverfänglich. Wenn du dann sagst, doch, den rufe ich jetzt nochmal an und sage jetzt, und jetzt mal ganz unverfänglich, du hast ganz schön gestresst aus. Das ist nicht dasselbe, das mache ich auch nicht, da fühle ich mich unwohl bei und das ging halt früher leichter, da so ein bisschen reinzukommen und das fehlt mir tatsächlich in Begleitung, deswegen gucke ich auch immer, dass man mal, wie man Präsenzsachen vor Ort auch mal mit einwebt, aber der Rest ist online, auch mit der Flexibilität in kleineren Häppchen was zu machen, absolut genial, also auch, ich habe jetzt Kunden gehabt, die haben gesagt, komm Ralf, komm zu uns nach Graz zum Beispiel, ich war platt, also ich war von der ganzen Reiserei platt, also dieses Warten auf dem Flughafen, aber es war auch schön, mit denen vor Ort zu arbeiten. Ja. Und bestimmte Aspekte gehen halt einfach verloren, wie du schon angesprochen, diese osmotische Kommunikation, so im Vorbeigehen,
Gespräche aufschnappen, mitbekommen, auch eine gewisse Präsenz, ne? Also ich habe bei meinem aktuellen Arbeitgeber, nutzen wir als MS Teams, und es ist halt eine super Einschränkung in großen Terminen, dass nicht alle, selbst wenn sie die Kamera anhaben, dargestellt werden. Das heißt, bei bestimmten Leuten ist halt einfach weniger Präsenz da, weniger Zugehörigkeit. Es wird anonymer, vor allem wenn du mit Dienstleistern Kundenbeziehungen hast und so weiter, ne? Also da muss man dann anders drauf aufpassen. Und dazu haben wir auch nochmal einen kleinen Einwurf aus dem Chat von Carsten Rüscher. Und zwar merkt er nochmal kurz an, die Frage ist ja, was man daraus macht. Die Hindernisse sind für gewöhnlich ja in den Köpfen und nicht in der Technik. Würde ich absolut verstärken. An der Stelle auch viele Leute hatten gerade am Anfang, ich weiß nicht, ob sie das sich noch so bewusst sind, so Punkte. Früher, wenn ich irgendwie als Coach, als Unterstützer unterwegs bin, habe ich so den Punkt, weil ich habe auf die Gruppe geguckt, da habe ich gesehen, da muss ich hin und das kann ich jetzt ja nicht mehr machen. Wie ist denn das jetzt? Und ich glaube, bei vielen Punkten geht es darum, es ist anders. Also müssen wir uns auch daran gewöhnen, dass es anders ist. Und ich glaube, Corona ist an ganz vielen Stellen einfach auch ein Verstärker von Problemen, die viele Firmen auch gehabt hatten, die einfach nur sehr deutlich wurden. Also Firmen, die explizit wussten, wie sie arbeiten und wie sie auf neue Situationen reagieren. Also die Remote ist es halt wichtiger, dass man sehr viel expliziter auch an einigen Stellen, das hat an der Stelle, wie gehen wir mit Stille um, wie gehen wir damit zu, dass also der Rahmen muss ein bisschen expliziter greifen oder man muss halt nachsteuern. Und Firmen, die dabei halt eine gewissere Klarheit hatten, wie sie zusammenarbeiten, die taten sich mit Remote weit weniger schwer. Und die dann auch noch nachsteuern konnten, für die war das, ja, dann gehen wir wohl übernächste Woche Remote, arbeiten wir weiter. Und die das nicht hatten und die dabei einen Punkt hatten, dass einer sagte, ich muss einen Blick haben an der Stelle, für die ist das natürlich die Vorhölle gewesen und haben sich gefragt, was sie da tun. Also das hat sehr vieles deutlich gemacht. Und ich glaube, es ist wichtig, sich auch nochmal Gedanken zu machen, was hat uns diese harte Schule, dieser Change von Corona denn alles so vermittelt? Also was habt ihr gesehen? Fiel euch das leicht? Fiel euch das schwer? Und was nehmt ihr daraus mit? Weil es ein sehr starker Indikator war, dass bei euch, wenn es sehr stark geholpert hat, auch daran lag, seid ihr auch für Adaption gut aufgestellt oder nicht? Ist das ein Indikator für Verbesserungspotenzial? Ja, ne? Und vor allem, wenn wir in der Kanban-Methode, ne, über kontinuierliche Veränderung reden, ist das ein Punkt, auf den wir da achten, beziehungsweise den wir sogar nutzen können. Ne? Also vielleicht auch in Zukunft, wenn sich die Situation wieder ändert, absichtlich temporär in eine Remote-Situation zu kommen und bestimmte Aspekte zu verstärken. Weil in meiner Wahrnehmung ist es nicht nur die negativen Verhaltensmuster, sondern auch die positiven. Also wenn ein Team gut zusammen ein gutes Teamgefüge gehabt hat, dann sind die da auch nochmal stärker rausgegangen und haben das ganz anders mitgenommen. Und diese Schere macht dann deutlich, wo eigentlich im Unternehmen, wo in der Struktur die Schwierigkeiten und die Hindernisse sitzen. Ja. Corona als Lackmustest. Ja, genau, da mussten alle durch. Das heißt, wir wissen auch bei allen, wie leicht ihnen dieser Wandel gefallen hat oder was da noch so für Hürden da waren. Ne? Ja. Wenn es euch recht ist, würde ich trotzdem das Thema parken. Ich habe gehört, wir sind hier eine Kanban User Group. Echt? Im Titel. Es steht im Titel, ich habe nochmal nachgelesen. Wir können aber einfach das Banner austauschen. Wir haben ja unter dem agilen Norden e.V. noch andere Veranstaltungen. Und ich weiß aus relativ zuverlässiger Quelle, dass du nicht erst in Corona-Zeiten Kontakt mit Kanban hattest, Ralf. Erinnerst du dich noch, wie und wann bist du zu Kanban gekommen? 2010, da war ich in einer großen internationalen agilen Transformation, wahrscheinlich einer der größten, die in Europa stattfand. Also es waren über 100 Teams auf einem Produkt und da gab es dann halt auch Betriebsteams und da waren mit sehr erfahrenen agilen Coaches unterwegs. Also ich war da noch relativ am Anfang gewesen und da hat mein damaliger Chef Andrea Tomasini bei Henrik Nieberg gesagt, du, wir haben hier Teams, da können wir mit Timeboxing und solchen Sachen nicht gut fahren. Oder der größeren Ebene hatten wir auch Sachen, die gut funktionierten. Und da hatte ich dann die Folien vom Henrik Nieberg gehabt und hatten uns zusammen mit den Leuten halt angeguckt, wie wir anfangen können, Kanban zu benutzen an der Stelle, damit wir in den Sachen, wo die Zyklen so kurz sind, halt effektiv arbeiten können. Also da fand ich auch damals schon den Austausch sehr cool, weil das war so mein erster Berührungspunkt mit Henrik Nieberg gewesen überhaupt. Also von dem hatte ich vorher nie was gehört. Wie ist der so? Na cool. Wie ist Henrik so? Ich habe mit ihm nicht gesprochen, er hat nur die Folien gekriegt. Also das war der Punkt, von dem Austausch, der Berührungspunkt in Bezug, dass ich die Sachen gesehen habe. Getroffen habe ich den das erste Mal auf einem Coaches und Trainer-Retreat der Scrum Alliance und das ist halt ein cooler Typ, der auch gut Geschichten erzählen kann. Das merkt man auch in seinen Büchern, Aber ich habe jetzt keinen näheren Kontakt zu ihm in dem Sinne, dass das außerhalb des Austausches, wie es unter allen Scrum-Trainern stattfindet.
Das heißt, du hast gestartet tatsächlich mit Kanban dann auch, hast das dann versucht in den Betriebsteams oder nicht versucht, sondern hast das dann in den Betriebsteams, in denen du unterwegs warst, zum Einsatz zu bringen. Genau. Und das war ja damals, glaube ich, auch so die Zeit gewesen. Also es war ja damals die Zeit gewesen, als Leute, die erst aus der agilen Community slash viel mit Scrum zu tun hatten, der erste Kontakt zu Kanban war damals für viele, was mache ich eigentlich mit Teams, die in so kurzen Zyklen und so einer hohen Dynamik arbeiten, dass Timeboxing nicht passt. Das war ja so der erste Punkt, wo es sich dann in Anführungszeichen weiter fasste und dass man auf Kanban breiter drauf guckt, auch dass es als Change-Management-Methode greift oder außerhalb, dass sich das in weiterer Verbreitung war, zumindest damals in Deutschland ja gar nicht so stark sichtbar und das kam ja dann Schritt für Schritt später mehr. Ja, das erinnere ich auch so, dass man gesagt hat, okay, wir sind so inzidentgetrieben, was sollen wir da mit Sprints arbeiten? Das klappt irgendwie für uns nicht. Also da muss ich auch sagen, ich habe da aus der Masterclass von David Anderson unglaublich viel zu gelernt, mal 5 Tage bei ihm die Themen durchzugehen, wo er halt auch sehr, sehr stark drauf pochte, um zu sagen, Kanban ist eine Change-Management-Methode. Und es geht darum, wie wir den Widerstand halt reduzieren. Zugegeben, wir waren da in dem Training damals tatsächlich, glaube ich, 4 Leute, die heute zertifizierte Scrum-Trainer waren. Damals waren es noch 2 von denen. Wir haben ganz schön was abgekriegt an der Stelle von Sachen, die vor 10 Jahren irgendwelche Leute gesagt haben, die er ihnen heute noch übel nimmt, in Kombination mit, dass er mit seinen neuesten Erkenntnissen das verglich. Aber grundsätzlich war das eine spannende Lernerfahrung, an der Stelle halt drauf zu gucken, sich zu bewusst zu machen, dass es eine Andersartigkeit der Herangehensweise ist. Also es geht hier um eine alternative Art, wie ich Change mache. Es geht darum, wie ich erstmal auch hingehe zu sagen, wie kriege ich aus dem Ist-Stand eine gewisse Transparenz hin, um dann aus dem Schritt für Schritt halt mit dem gemeinsamen Verständnis das System zu verbessern. Und das finde ich ist halt für viele Systeme ein unglaublich genialer Weg, das zu tun, wo ich persönlich bei vielen Firmen zum Beispiel die Safe machen, also die Skalierungsrahmenwerke wie Safe benutzen, nicht verstehe, wenn sie sagen, wir wollen eher einen Kompromiss machen, der nicht so weit weg ist vom Alten und gucken, wo es hingeht. Da verstehe ich nicht, warum benutzen nicht mehr Leute auch auf der Ebene Kanban in dieser Art, weil warum alles durcheinander werfen, wenn es am Ende doch nur ein Kompromiss ist. Also das geht in meinen Kopf halt einfach nicht rein. Das heißt, das ist schon halb beantwortet. Du bist auch viel in der Scrum-Welt unterwegs und sagst, das ist für dich, kann man es ein anderer Ansatz, den Change zu machen. Was sind für dich Kriterien oder vielleicht, weiß nicht, ich glaube, es gibt ja kein Schwarz-Weiß, aber was sind für dich Aspekte, wo du sagst, in diesem Kontext ist das der richtigere Ansatz und also wäre die Kanban als Change-Management-Methode der richtigere Ansatz und manchmal wäre ein Scrum-Teams aufsetzen richtigerer Ansatz? Also erstmal muss ich sagen, ich fühle mich ein bisschen manchmal so bei Scrum und Kanban so ein bisschen wie beim Lernen der ersten Programmiersprachen, die einem die liebsten früher waren. Und ich muss sagen, dass ich immer noch die Situation habe, dass ich vor allem auch einen Abgleich habe, kann ich hier gut mit Scrum etwas machen, wenn eine gewisse Dringlichkeit da ist, wenn Leute sagen, hier in diesem Bereich müssen wir uns zusammenraufen, teamorientiert etwas hinkriegen an der Stelle, dann habe ich für mich Wege gefunden, wo ich mit 1 bis 5 Teamumgebungen innerhalb von 3 Sprints eine Umgebung aufbauen kann, die das Feld relativ schnell aufräumen kann. Und so schnell habe ich das bisher mit Kanban an der Stelle noch nicht hingekriegt. Deswegen ist für mich da einfach aber auch ein bisschen eine emotionale Präferenz her. Aber ich stelle das auch Kunden relativ klar dar. Genauso gibt es aber auch Felder, wo es für mich völlig klar ist, da ist es auch außer Konkurrenz zu sagen, da passt Kanban besser. Das ist einerseits die Bereiche, wo es so schnell ist, als auch da, wo es größer wird, zum Beispiel bei Programmportfolio-Ebene. Wenn man dort unterwegs ist, da finde ich halt den Punkt dabei, irgendwelche Ideen von Supersprints, Release-Trains zu machen, um Sachen zu bündeln, finde ich den kontinuierlichen Flow halt einfach viel logischer zu benutzen. Und das andere, ehrlich gesagt, tue ich mich schwer, das Warum dahinter zu verstehen, weil das einen unglaublichen Aufwand erzeugt. Aber der letzte Punkt, der für mich halt eine massive Rolle spielt bei der Entscheidung, ist die Sense of Urgency, die Art, in der wie die Dringlichkeit da ist, wirklich etwas zu bewegen. Ich erlebe sehr viele Organisationen und dann halt eben auch auf der teamorientierten Ebene, die sagen, also wir wollen uns verbessern und wir wollen auch agiler werden, aber wir wissen auch noch nicht so ganz, ob das oder ob wir mehr wollen. Und da finde ich dann den Punkt, aber wenn Leute hingehen, komm, wir machen jetzt mal Scrum, da für mich ist das eine, ist für mich nach wie vor ein Stück weit auch Revolution und das andere ist für mich Evolution. Das ist für mich der Punkt dabei,
der ganz massiv mit reinspielt. Und da muss ich halt sagen, wenn der Punkt dabei ist, wir wollen gucken, dann lasst uns doch eine Mal-Gucken-Methode nehmen an der Stelle, wie weit wir tun, dabei kommen. Und ergänzend dazu setze ich aber zum Beispiel auch noch Soziokratie 3.0 relativ viel ein, auch auf der Management-Ebene, um ein pull-basiertes Change-Modell zu haben, wo man halt auch Interaktions- und Strukturmuster rauspult und Sachen rein. Und das sind so die drei Hauptrichtungen, die ich momentan benutze. Aber vor allem dann halt eben auch der Abgleich, was passt wo vernünftig. Kurze Frage zu S3, also Soziokratie 3.0. Hast du da ein bestimmtes Pattern-Muster aus dem Angebot des Frameworks, das du besonders häufig da zum Einsatz bringst in der Kanban, im Kanban-Umfeld? Im Kanban-Umfeld bringe ich dabei vor allem Kanban erzeugt ja wunderbar eine übergreifende Transparenz und auch Druckpunkte, die sichtbar werden. Und S3 bietet einige Strukturmuster, um damit gut umzugehen. Zum einen gibt es etwas, was früher Driver Statement hieß und heute, glaube ich, Describing Organizational Drivers heißt. Das heißt, wie beschreibe ich etwas, weil sagen, ich habe hier einen Problemzustand, den ich einfach nochmal zurückgehe, für mich aufarbeite und dann gucke, wie adressiere ich ihn, anstelle aus dem Affekt zu agieren. Als auch die Frage dann, wenn man so etwas aufarbeitet, finde ich es halt sehr spannend, dass es da ein Muster gibt, das heißt Proposal Forming, wo man mit Leuten dann halt arbeiten kann. Okay, hier brauchen wir jetzt etwas, könnt ihr darauf reagieren? Habt ihr einen direkten Vorschlag? Oder wie können wir gemeinsam einen Vorschlag erarbeiten, der von allen mitgetragen wird? Und gerade wenn man so eine Interaktionsmuster hat, wie, wisst ihr es? Oder brauchen wir ein Muster, was uns hilft, zusammen einen Vorschlag zu arbeiten? Kannst du damit Themen dann in so einen Zustand heben, dass du sagst, ich adressiere sie und guck mal, haben wir was oder müssen wir es erarbeiten? Und das macht es natürlich sehr charmant. Ich würde da gerne nochmal, also an Pers Frage eben einmal anknüpfen, ne? Wann Scrum, wann Kanban, mal gezielt auf Kanban gefragt. Aus deiner Sicht, was ist denn derzeit das größte Problem oder das Hindernis von Kanban, für die Einführung, für die Akzeptanz? Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass Menschen immer gerne sehen wollen, was bei rauskommt. Also, dass sie am Ende gerne wissen, wie sieht unsere Struktur denn in 3 Jahren aus oder sowas. Und zu sagen, wir schaffen erstmal eine Visualisierung, aus der heraus gucken wir, wo es wann wie brennt, wo wir dann verdichten und weitergehen, ist so ein Punkt dabei, ein Teil der Probleme kennt man, ein Teil der kennt man nicht. Und diese Reise anzunehmen und zu lernen, ist halt was anderes, als zu sagen, bleiben wir jetzt mal bei unseren Lieblingsfreunden von Safe. Hier ist eine Tapete, aus der kannst du Sachen auswählen, die einem eine vermeintliche Klarheit gibt und damit aber gleichzeitig auch ein gewisses Zielbild, was sehr häufig dann auch, wenn es nicht so gedacht ist, zu einem Sollbild wirtschaft. Und diese Sache schafft für viele, die Sicherheit im Change suchen, eine hohe Attraktivität, weil die Leute sagen, ich sehe jetzt, was kommen könnte und ich glaube, das könnten wir reinziehen. Und das fühlt sich aus meiner alten Kultur so schön klar an, was dann natürlich irgendwie für mich so ein bisschen komisch ist, aber weil wir wollen signifikant bessere Ergebnisse haben und sagen, guck mal, das sieht ähnlich aus. Also wenn wir signifikant bessere Ergebnisse haben wollen, ist für mich halt immer der Punkt, dass wir auch signifikant anders agieren müssen, wenn wir eine Chance dafür haben wollen. Und ich glaube, da ist der Punkt dabei, zu sagen, wir hauen jetzt mal nicht alles um, diese Andersartigkeit für viele, erstmal was Neues. Und das muss man halt gut auch argumentieren und mit den Leuten da auch einen guten Einstieg reinfinden. Daran vielleicht anknüpfend die Frage, was wird an der Kanban-Methode dann mit Abstand am häufigsten missverstanden, falsch verstanden? Die Reduktion auf dem Board ist für mich die eine. Also ich habe jetzt gerade gestern noch eine Podcast-Folge, mein Podcast Grammeistern rausgebracht, so ein bisschen, worauf müssen Scrummer bei Kanban achten? Für mich sind das 2 typische Dysfunktionen, die passieren. Das eine ist, dass Leute Kanban gnadenlos verflachen. Wir haben ein Board mit 4 Spalten, also muss es Kanban sein. Das ist, glaube ich, so der Evergreen. Und der zweite ist aber der, dass Leute, die es gewohnt sind, aus so einem Rahmenwerk wie Scrum auf Kanban zu gucken, dass man anfängt, dass man Kanban versucht zu verscrummen. Also dass man eher so guckt, das ist ein Rahmen, den füllen wir jetzt auch aus. Und dann das führt bis dahin, dass man sehr offensiv die Praktiken wie zum Beispiel Limitierung der Arbeit sehr offensiv reintreiben möchte. Was halt einfach für mich ist an der Stelle, wo ich persönlich eher so arbeite, wir schaffen, gehen von diesem Grundprinzip hinaus, wir fangen da an, wo wir sind, wir respektieren die Rollen und Prozesse und gehen daraus schrittweise. Und es geht bei mir so weit, dass ich sehr stark auch zurückstelle, zum Beispiel
zum Beispiel, wann ich VIP-Limits einführe, da ist in den meisten Fällen gehe ich tatsächlich hin, dass wir erstmal gucken, dass alle zusammen sehen, dass es hier richtig blöd wird. Und dann gehen wir drauf und dann gibt es im Internet irgendwelche Clowns, die da irgendwelche Formeln hinschreiben. Ja, wir sollten mal VIP-Limits einführen. Zwei minus der Leute, die in der Spalte arbeiten können, ist eine gute Faustregel. Und das ist irgendwie für mich so auf dem Niveau von Knochen in eine Dose packen und auf den Tisch werfen an der Stelle, weil das ist irgendwie absurd. Also ich glaube, man muss sehen, was es ist, muss sehen, wo es so viel ist, dass wir eigentlich mal sagen müssen, na, wenn die Spalte jetzt fünfmal voller wird, wird es irgendwie komisch. Also so wie früher in der Fertigung, wenn irgendwie so eine Halle voller Felgen voll wurde und wir sagten, wir haben so viel Felgen produziert, die wir nicht mehr abverkauft kriegen, können wir eine zweite Halle bauen. Da wird jeder sagen, ihr seid blöd und in der Wissensarbeit haben wir das Problem. Das Lagern von halbfertigen Ideen ist ja auf irgendwelchen Servern relativ leicht geworden. Und ich glaube, da müssen wir halt aufpassen, dass diese Lernreise, dieses Lernen bei Kanban dazugehört und es nicht zum Aufbau eines Rahmenwerks geht, glaube ich. Nach meinem Verständnis. Ja. Also ich finde, dieser Trigger, eine Formel für VIP-Limits entwerfen und sowas, der löst bei mir auch immer einiges aus. Ich habe die ganz am Anfang gedacht auch, dass das vielleicht klug ist. Also ich habe da auch dazu gelernt. Ich glaube, das ist auch fair, das zu sagen. Also ich ja, natürlich. Und dann letzten Endes, selbst wenn du es verstanden hast, kann es trotzdem sinnvoll sein, dem Team halt irgendwas hinzuknallen und sagen, startet mal damit. Das Entscheidende ist, dass ihr damit experimentiert und es einfach mal den Mut habt, es hoch und runter zu setzen und zu gucken, was es ändert. Ne? Und dann ja, wobei ich persönlich eher bei Kanban präferiere, an der Stelle zu sagen, wir fangen jetzt erstmal an, wir machen keine VIP-Limits und lass doch mal das ganze Scheißding volllaufen. Und dann stellen wir fest, wir sind hier 28 Mitarbeiter, jetzt haben wir 84 Themen drauf und wir wollen den Time-to-Market optimieren. Dann sagt den Leuten, jetzt können wir mal auf der Autofahrt in der Rush-Hour meditieren, wie diese volle Straße zusammenhängt mit der Flussgeschwindigkeit auf unserem Board und ab welchem Punkt wir uns lächerlich machen. Dann kriegst du ja mehr Akzeptanz. Ja, du erzeugst halt Relevanz, ne? Damit die überhaupt wenn du dir das so anguckst, ne, jetzt keine Statistiken, aber hören sagen, die meisten Leute sagen so, wir haben halt keine VIP-Limits. So, das ist anscheinend der Punkt, an dem sehr viele aufhören. Und war in meiner Erfahrung nach auch, weil einfach diese Relevanz nicht da ist, diesen massiven Änderungsschritt zu machen, so wirklich einmal in den Schmerz rein. Weil ich muss jetzt Sachen liegen bleiben oder ich muss jetzt Absprachen machen. Ich darf mir nicht einfach das Nächste nehmen, was halt einfach wäre. Ne? Genau. Ich habe dann auch ganz gute Erfahrungen gemacht, also nicht mit einer Formel, aber mit einer Daumenregel. Und dann nehme ich noch eine Frage mit aufzubauen. Und zwar, wie viel Schmerz wollen die Leute am Anfang haben mit VIP-Limits? Also zu sagen, okay, also ne, wenn N die Anzahl der Leute ist, also jeder darf zwei, also ne, 2N. Wenn ihr es entspannt haben wollt, jeder darf ein Ticket haben, beziehungsweise immer zwei Leute gepaart, also ne, die Anzahl der Leute durch zwei. Und das ist unser VIP-Limit, was wir jetzt verteilen können. Damit gehe ich aber dann in diese Diskussion rein. Ja, mir ist egal, was die Leute an VIP-Limits haben. Wie du sagst, machen, vorlaufen lassen und dann reduzieren, bis wir die Effekte sehen und dann reflektieren. Aber mir ist wichtig, dass die Leute am Anfang einmal reflektieren, wo ist eigentlich unser Commitment? Also was ist okay für uns jetzt an Veränderung? Was trauen wir uns zu? Wie kritisch darf es eigentlich sein? Wie streng? Na, für mich ist der Schlüssel tatsächlich, ich mache meistens, wenn ich Kanban einführe, vorher halt tatsächlich so einen Workshop, wo wir so ein bisschen Awareness rausarbeiten, was wir eigentlich, wo man halt eine klare, eine sehr detaillierte Visualisierung hinkriegt an der Stelle erstmal, wie kommen wir eigentlich von Ideen zum geschaffenen Wert und wie schaffen wir es dabei, wo sind da die Dysfunktionen, die Schmerzen, wo sind die Unzufriedenheiten innen außen und die Leute halt auch einfach dahin zu ziehen, wo wollt ihr denn in einem Jahr sein und dann halt die Frage, bevor ich kann mal den tiefer vorstellen, also frage ich dann eine ganz böse Frage, die ist, wenn sie mir relativ klar gesagt haben, wo sie in einem Jahr sein wollen, frage ich, und warum macht ihr es nicht einfach? Ja, was hindert also, euch? Warum ist das nicht warum ist das anspruchsvoll für euch, dorthin zu kommen? Weil Kanban als Methode aufzugreifen, als Change-Management-Methode aufzugreifen, ist ein Hilfsmittel, was wir aufgreifen, wenn Leute sagen, ich würde Haus und Hof darauf wetten, wir kriegen das ohne Kanban hin, würde ich keinen Kanban einführen und sagen, wann machen wir den Follow-up-Termin? Und wenn sie sagen an der Stelle, ja, wir haben unterschiedliche Sichten und wir haben auch so viel Arbeitslast an der Stelle, in der wir dann in so einem Balla-Balla-Modus reinlaufen und so, dann kann ich natürlich auch argumentieren und sagen, okay, das sind die Prinzipien, das sind die Praktiken und kann das relativ klar auch dabei fahren und kann dabei dann auch gucken, brauchen wir, um dort in diesen Lernmodus reinzukommen und das schrittweise zu optimieren am Anfang VIP-Limits oder ist es besser halt auch später die in der Hinterhand zu haben, dass wir sie mit reinziehen. Wo du gerade Balla-Balla-Modus sagst, ist dir auch schon der Begriff des Kanban-Modus begegnet? Okay. Ja. An den Flugzeugen? Nee. Ich bin schon über einige Teams gestolpert, die dann sagen, ja, dann haben wir halt in den Kanban-Modus gewechselt. Und das
impliziert dann kein Kanban, sondern... Die Landeplatten auf, oder? Nee, das ist dann einfach stumpfes Abarbeiten. Ne? Die gehen dann halt, sagen halt, auch das, ja, dann machen wir halt, wir schmeißen alles andere weg, was wir so an Regeln bisher gehabt haben, egal ob die gut oder schlecht sind. Wir kriegen jetzt Druck von außen und arbeiten jetzt einfach blind ab. Wir werden jetzt Code-Monkeys und so weiter. So. Also ein bisschen, wir machen jetzt sowas wie mit Scrum, mit Sprints, das ist gerade anstrengend, aber jetzt reißen wir das Shirt auf, schreien Freiheit à la Braveheart und so. Von okay. Ja, ja, das ist schön. Kopf einstecken. Ja. Das hast du ja also eher dann, wenn die Leute mit, Entschuldigung, dann kannst du, wenn die Teams irgendwie gegen die Wand laufen, weil es irgendwo dann grundsätzlich mit Agilität oder solchen Sachen nicht funktioniert und sie für Scrum gemacht haben, dann lass uns mal Kanban ausprobieren, weil Scrum funktioniert bei uns nicht aus irgendwelchen Gründen. Oder auch andersrum, ne? Wenn dann auf Scrum geswitcht wird, weil, mit Kanban, das ist zu zahlenlastig oder so. Also ich erlebe sehr viele Teams, die von Scrum auf Kanban wechseln wollen und sich davon das gelobte Land versprechen, obwohl sie nicht verstanden haben, was Kanban ist in den meisten Fällen. Und meistens ist das ein Wegrennen von dem, wir nutzen Scrum als teamorientiertes Rahmenwerk und tun uns schwer, am Ende eines Sprints unsere Sachen fertig zu kriegen und der Rest vom Sprint ist immer stressig. Warum ist es? Weil jeder an seiner Ecke arbeitet. Ja. Und da ist dann halt der Punkt für mich zu sagen, wenn ihr jetzt eine bekannte Umgebung, in der ihr arbeitet, in der ihr wisst eigentlich, ihr habt jetzt so weit verstanden, bei Scrum haut euch das Ding das so vor die Nase, dass das wehtut. Dann könnt ihr jetzt dieses Signal nehmen oder könnt sagen, vielleicht bringt uns eine andere Methode, die Transparenz schafft, die ein besseres Ergebnis. Wir gucken mal, rechtsrum geht's nicht, wir gucken mal linksrum um die Ecke. Genau. Und dann führen sie halt, wenn sie, da gibt es zwei Optionen. Sie führen Kanban ein, als wir lassen das mit den Sprints und machen da so ein Board hin, was dann ja eigentlich auch kein richtiges Kanban ist, aber ihnen auch nicht bringt, werden sie auch nicht besser. Tut auch nicht oder weh. Sie würden halt Kanban vernünftig einführen an der Stelle, dann sind sie in 2 Monaten später wieder vor derselben Stelle und stellen fest, wir müssten an einigen Stellen enger zusammenrücken, um zu Ergebnissen zu kommen. Und dann stelle ich mir die Frage, wollen sie da wieder ausweichen? Also für mich natürlich. War der Punkt dann besser zu sagen, dann ist der Punkt, Agilität funktioniert bei uns nicht. Also das kannst du dann... Agilität ist auch immer schuld, das ist auch immer einfacher. An uns kann es nicht... Ja, die Methode und die Tools. Der Punkt ist immer, ich würde immer halt erstmal in der Methode, in der man drin ist, gucken, erstmal... Wenn aber gewisse Sachen nicht funktioniert, was wollen wir erreichen? Wie kann grundsätzlich der Ansatz, den wir da nutzen, uns helfen? Und noch einmal gucken an der Stelle, dass wir dort nachsteuern. Und das heißt, wenn man bei Scrum ist, dass man erstmal bei Scrum guckt, okay, ist teamorientiert, wie kriegen wir das hin, dass diese Arbeit im Sprint klappt? Zum Beispiel, dass wir fokussierter zusammenarbeiten, bevor man dann sagt, wir wechseln rüber oder rausfindet, warum das nicht ist. Ich meine, wenn Leute eine Umgebung haben, wo man durch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz Gruppen nicht zusammenarbeiten dürfen, wo man aus Versehen Scrum eingeführt hat, falls es ein Externer war, ich würde das irgendwo hinschreiben, dass das doof war, weil das ist fahrlässig. Aber grundsätzlich ist der Punkt dabei, dann ist es natürlich der Punkt, dass man besser auch auf Kanban wechseln sollte. Aber bei den anderen Sachen, ja, warum probiert man es dann nicht einfach nochmal, sich zusammenzuraufen? Das ist das, was ich mir wünschen würde. Also so dieses Schreien und Weglaufen ist irgendwie doof. Mhm. Cool. Und gut auf den Punkt gebracht, aber... Ich habe in den Chat geschrieben, und Ralf hat es ja auch schon mehrfach erwähnt, den YouTube-Link auf dem YouTube-Kanal, wo ihr Ralfs Podcast hören könnt und auch Ralfs Videos, Podcasts sehen könnt. Nur um das nochmal hervorzuheben, das macht Ralf sehr umtriebig und sind coole Sachen. Die Podcasts könnt ihr auch woanders finden natürlich. Da schreiben wir alles noch in die Shownotes, da könnt ihr dann die Links noch finden und so weiter und so fort. Sehr empfehlenswert. Dankeschön. Und schaut da mal rein, falls ihr das nicht schon längst getan habt und deswegen hier dabei seid und zuhört. Ralf macht ja nicht nur diese Podcasts, damit... bist du im Moment relativ präsent in den Medien und sowas. Das finde ich auch großartig. Aber wir haben ja hier noch unser Fokusthema, mit dem wir auch so demnächst mal starten im zweiten Teil der Sendung. Endlich. Nämlich Lernspiele, Simulationen, das Kanban Pizza Game und andere. Haus des Nikolaus haben wir noch so auf der Agenda. Und da bist du ja auch schon viele Jahre umtriebig mit gewesen. Aber erstmal wollte ich noch einmal kurz auf den Podcast verweisen, weil er ja schon mehrfach erwähnt wurde.
und es auch wert ist, erwähnt zu werden. Alex. Bevor wir das Thema wechseln, gibt es einen nochmal kurzen Satz in eigener Sache. Die Kanban User Group Hamburg ist eine gemeinnützige Veranstaltung des Agiler Norden e.V. Das Angebot des Vereins, wie ihr unsere Arbeit unterstützen könnt oder Mitglied werdet, erfahrt ihr unter www.agiler-norden.de oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info@agiler-norden.de. Klickt jetzt noch schnell auf Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert das Glockensymbol. Ihr werdet dann benachrichtigt, sobald neue Lerninhalte erscheinen und das vollständig kostenfrei. Genau, und nochmal anknüpfend an den Aufruf am Ende des Einspielers. Aus den Statistiken wissen wir, dass die meisten von euch tatsächlich schon Abonnenten bei uns sind oder Abonnentinnen. Und wir sehen ja auch am Verhältnis der Zuschauer und Likes, dass auch die meisten, dass es den meisten gefällt und auf den mag ich Knopf klicken. Wenn ihr zu der Minderheit gehört, die das noch nicht getan hat und es euch halbwegs gefällt, was wir machen oder ihr es gut meint und wir die Chance kriegen sollten, es noch besser zu machen in den kommenden Folgen, dann klickt auf Like, abonniert den Kanal und denkt an das Glockensymbol. Das braucht der YouTube-Algorithmus nämlich, damit er uns auch vernünftig ausspielt. Und damit kommen wir zurück zu... Der mag auch Kommentare. Oh ja. Mhm. Und da rufen wir gleich noch zu auf, wenn es jetzt nämlich in der zweiten Hälfte zum Kernthema der heutigen Sendung, zum Fokusthema neben Ralfs Persönlichkeit, sondern kann man einfach Lernspiel und Simulation. Schreibt doch mal bitte in den Chat und wenn ihr es später anschaut, in die Kommentare, welche Kanban-Simulationen und Lernspiele kennt ihr denn schon? Dass wir das mal ein bisschen sammeln für alle, die hier zuschauen. Per. Ja, cool. Und angekündigt haben wir es ja schon, das Kanban-Pizza-Game. Bist du eigentlich genervt davon, dass alle Leute dich immer darüber fragen, was das ist und dich damit assoziieren, weil das längst ein alter Hut ist und gar nicht mehr funktioniert und seit 5 Jahren geschreddert gehört? Oder ist es ein cooles Game, wo dein Herz noch verschlägt? Also ich habe das damals mit Franz Niedern zusammen entwickelt, der, ich würde sagen, Es ist eigentlich immer noch sehr passend. Also es ist das Spiel ist damals entstanden aus der Sicht heraus, dass damals viele Leute gesagt haben, Kanban fängt da an, wo wir jetzt sind und dann evolutionieren. Und das Coole war, damals gab es nur Spiele, die also da waren und hier sind meine 4 Stationen und hier hast du noch einen Würfel. Also die Kanban-Community steht irgendwie voll auf Würfel. Also da passiert relativ viel mit. Also ich frage mich immer, ob man dann jeder so einen Würfelkasten bei sich hat. Aber passiert sehr viel mit Würfeln und mit Stationen dabei. Und der Punkt hat mich so ein bisschen getriggert, weil ich halt diesen evolutionären Charakter, dieses Prinzipielle dabei recht gerne halt mit drin habe. Und deswegen habe ich dann halt geguckt, wie können wir dort etwas tun. Und wir haben da halt mit gearbeitet und haben gesagt, okay, am nahesten legst du es erstmal auf den Prozess zu gucken von der Pizzeria. Und irgendwie wollten wir das erstmal machen, dass man daraus dann ein Board mappt, was ganz furchtbar war. Und dann hatten wir irgendwie so Papier-Origami-Stücke in der Hand gehabt und sind daraus weitergegangen, dass man da Constraints reinbringen kann und dann erst einen impliziten Prozess schafft. Dann kann man einführen, aus diesem Kanban-System optimiert. Und das habe ich informell auf der Agile in Europe auf der ersten mit einigen Leuten Probe gespielt. Einfach so ein Early Adapter-Version. Und danach habe ich es dann fertig gelötet in letzter Minute auf in Tampere in Finnland. Da war ich eingeladen zur Tampere Groß Agile. Da habe ich am Anfang als Spiel eingereicht die Kanban-Challenge, weil ich die Marshmallow-Challenge so cool fand und deswegen habe ich das dann die Kanban-Challenge genannt und daraus wurde dann die Kanban-Pizza-Challenge und das klang dann irgendwie so ein bisschen sperrig und da wurde es irgendwann zum Pizza-Game. Aber tatsächlich ist es so, das Spiel ist im Wesentlichen zu dem, wie wir es damals in Finnland gespielt haben, eigentlich gleich geblieben. Also es ist tatsächlich, was mich überrascht hat, dieser implizite Prozess, da waren sehr viele Sachen dabei gewesen, wo ich sehr offen war und gesagt hatte, da muss man gar nicht so viel ändern, weil dieses mit dem Impliziten hat gut funktioniert und die Kernmechaniken haben sich nicht verändert tatsächlich. Mhm. Aber ich war immer offen dafür, dass man sie ändert, aber hat sich nicht ergeben. Da klang ja jetzt gerade schon durch, dass du, und das wäre meine Frage, ist der Startpunkt, um ein Lernspiel oder eine Simulation zu entwickeln, dass man sich über das Learning Objective im Klaren ist, dass man sagt, du hast ja gesagt, das Evolutionäre fehlte dir bei diesen
Würfel-Board-Game-Simulationen. Und das war sozusagen das Lernerlebnis, was du rüberbringen wolltest, oder das Aha-Moment. Also für mich ist es wichtig an der Stelle, dass man Lernspiele entwickelt von dem Lernspiel aus. Also das von dem Learning Objective, was man hat. Also dass man sich fragt, was will ich eigentlich vermitteln? Und dann sich im Grunde umguckt mit Materialien, Mechanik und anderen Sachen, wo man Ansatz hat, versucht daraus so schnell wie möglich, wenn man eine Grundidee hat, so schnell wie möglich etwas zu machen und das dann zu testen. Und je früher man das macht, desto früher kannst du es halt auch verproben und desto mehr bist du auch offen, dass du es dann auch noch nachjustierst. Das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du ein Lernspiel entwickelst, ist, dass du nicht weißt, warum du es machst, dich in irgendwelche Mechaniken verliebst und dann einen total komplizierten Mechanismus hinsetzt an der Stelle, den du aber auch so lange aufrechterhalten hast und da so viele Wochen drin rumgelötet hast, dass du davon nicht mehr loslassen willst und deine Darlings nicht mehr killen kannst. Also deswegen ist für mich eine ganz wichtige Frage dabei, was willst du mit einem Spiel vermitteln, sowohl wenn man es entwickelt, als auch bei dem Punkt, wenn du ein Spiel aufgreifst. Und das ist sowohl für Variationen für mich wichtig, wie ich ein Spiel für mich ausgestalte, aber auch wenn ich es entwickle. Mhm. Ich habe übrigens gerade noch einen Chat reingeschrieben, einen Artikel, den habe ich 2012 geschrieben, wo so viele Sachen mit absurden Spielen passierten. Also ich mag die Play for Agile als eine Konferenz, die jetzt ja auch bald wieder hoffentlich vor Ort stattfindet. Und von da habe ich einige Sachen mitgenommen, wie man ein Spiel entwickelt, also dieses Learning Objectives, Mechaniken zusammensammeln, früh testen. Aber damals kam so eine Bewegung auf, wo jeder agile Coach, also jeder Mann muss einen Baum pflanzen und jeder agile Coach ein Spiel entwickeln, war damals so ein bisschen so manchmal so der Trend gewesen. Und da waren so viele Absurditäten hinter, die man auf die Menschheit loslassen wollte, dass ich irgendwann mich hingesetzt habe und gesagt habe, was zeichnet denn eigentlich ein gutes agiles Spiel aus? Und dafür ist nämlich, weiß das Learning Objective, war einer der Punkte. Der andere Punkt, mach's so einfach wie möglich, mach's dafür, dass es dadurch, dass die Einfachheit seinen spielerischen Charakter behaltet und zieh es vor allem so ein bisschen weg von dem, was ihr gerade in der Arbeit macht. Also so, dass die Leute halt sich in dem Spiel verlieren können, dabei in den Mechaniken etwas erleben können und ihr danach dann daraus aus dieser Offenheit ins Debriefing gehen können. Also eine Art Spiele, bei denen ich sehr auf Kriegsfuß stehe, sind auch die, die sagen, erste Runde lasse ich dich bluten, zweite Runde mache ich es offensichtlich besser und danach sage ich dir, warum das, was du in der ersten Runde war, eine dumme Idee war. Und wenn man sich da so drin gefangen fühlt und nicht etwas erleben kann, dann finde ich das halt, da kommt nicht sowas rüber, während zum Beispiel beim Pizzaspiel, das so ist, die Leute haben alle Freiheiten der Welt bei diesem Spiel, wie dieser implizite Prozess entsteht, wenn sie da zum Beispiel Post-its haben und da simuliert Ananas zu schneiden. Und trotzdem schneiden sie dann teilweise den Block durch, weil man das halt so macht und haben dann davon Tonnen von Sachen liegen und danach führst du Mechaniken ein. Für einen Fluss ist erstmal ganz viel auf Halbgar zu produzieren nicht so gut. Ne? Jetzt zählen wir davon mal Negativpunkt rein. Das schafft natürlich einen Effekt, aber wenn das eine freie Entscheidung ist, die einen weiterbringt, als wenn man die Dysfunktion aufgesprungen hat. Übrigens, kleine Anmerkung, das Spiel haben wir damals unter Creative Commons bei Agile 42 gepackt. Die eine Nettigkeit, die ich da natürlich reingepackt habe, ist, meine Lieblingspizza war damals Hawaii. Mein Chef war Italiener. sagen wir es mal so, es gibt eine Abform, wie man es in Italien spielt. Weil man in Italien das wohl nicht mit einer Hawaii-Pizza spielen kann. Ich glaube, Italiener bringen die beiden Worte Ananas und Pizza nicht so gerne zusammen. In einem Buch, im ganz ganzen Buch gehört das nicht zusammen, oder? Genau, der Gaetano, der bei Agile 42 noch ist, hat immer, wenn er so eine Pizza vom Lieferservice in der Hand hat, er gesagt, was auch immer das ist, es schmeckt gut. Genau. Ja, als du das gerade so geschildert hast, auch so ein bisschen die Fehler, die bei Lernspielen passieren, da konnte ich mich auch gut an Momente erinnern und vielleicht geht es anderen auch so. Zum einen, wenn die Spielmechanik zu komplex ist, gerade wenn du das mit nerdigen IT-Lern spielst und wir sind ja oft in der IT unterwegs, dann geht es plötzlich nur noch um die Spielmechanik und die auszutricksen und nicht mehr um das Lernerlebnis und das Aha-Erlebnis, ne? Sondern dieses, ja, wenn ich jetzt würfle oder wenn ich ein Online-Tool habe, würfelt das 1 bis 6 oder würfelt das 2 bis 5, wie wahrscheinlich ist es, dass welches Ergebnis fällt und wie trickse ich das jetzt aus und sowas, ne? Und das lenkt dann total ab, ne? Und das habe ich schon tatsächlich auch schon erlebt. Und das andere ist halt dieses aufgezwungene Lernerlebnis. Ne? Wenn du sagst, nee, wir wollen hier lernen, wie toll WIP-Limitierung ist und ihr müsst am Anfang so schnell
Genau, wir haben wie irgendwie möglich, oder das wird euch reingepusht, damit ihr, ne, also selbst wenn ihr es nicht wollt, ihr werdet gezwungen, einen schlechten echten Durchlauf zu bekommen. Genau. Ne? Und das ist viel besser, wenn er frei aus dir selbst daraus passiert. Das Coole ist ja, in Lernsituationen, dass viele ja irgendwie nicht, oh, jetzt habe ich den weggepackt, ich hatte hier vorhin noch Zucker stehen gehabt, ich wollte gerade sagen, der spannende Punkt ist, viele Leute gucken auf Lernsimulationen drauf, aber wenn ich weiß, was der Twist ist, dann komme ich da doch nicht rein. Also ich hatte das erste Mal, wo ich das Pizzaspiel mit erfahrenen Kampagnisten gespielt habe, wird das funktionieren oder nicht? Aber Menschen fallen halt in einem spielerischen Modus gerne auch in Sachen zurück. Und der spannende Punkt ist ja, wenn wir so eine Lernsimulation als sicheren Raum einsetzen, ist ja der Punkt, wir können ja nicht aus unserer Haut. Das heißt, wir wissen alle kognitiv zum Beispiel, Zucker ist schlecht. Trotzdem dauert Corona jetzt 15 Kilo bei mir schon. Also und das hat auch mit Zucker zu tun. Und der Punkt dabei ist, das ganze Wissen zu haben, dass etwas schlecht ist oder dass man Sachen ordentlicher machen sollte, hilft dir alles nichts. Und wenn du eine Spielsimulation schaffst, in der die Leute eintauchen, also in der sie nicht in so einem analytischen Schritt für Schritt drin bleiben, sondern sich drin verlieren können, dann kann da halt eine sehr günstige Lernumgebung entstehen, wo ich es halt sehr spannend finde, gerade wenn man sowas in-house macht, dass die Menschen so spielen, wie sie arbeiten. Also das heißt erstmal positiv, wenn du eine gute Gruppe hast, die sich schnell bei einer neuen Situation absprechen kann, dann sind die in diesen Spielen auch toll. Wenn du eine Gruppe hast, die sich bei kleinsten Sachen verheddern und überwerfen, dann kriegst du das in einem Spiel relativ schnell rein, schaffst halt aber auch eine Situation, wo sie das Problem sehen und wo sie dann nachgehen können. Und das ist das, was ich an Spielen mag, obwohl ich bin eigentlich staatlich anerkannter Spielerhasser. Also ich spiele nur aus zwei Gründen Spiele. Wenn meine älteren Zwillinge mich breitschlagen, dass wir irgendwie sowas wie Scotland Yard oder sowas spielen, das macht dann auch irgendwie Spaß, dass sie sich freuen. Und ich spiele, damit Leute was lernen. Und ansonsten spiele ich nicht. Ansonsten kann ich die nicht leiden, technisch gesehen. Und ich glaube, das hat mir ungemein dabei geholfen, dass ich sehr stark drauf gucke, was will ich dabei schaffen? Wie schaffen wir, dass es dabei gut funktioniert, diesen Sinn zu vermitteln, auch dabei gut funktioniert? Und vor allem auch Leute, die kritisch zum Beispiel auch auf Spiele drauf gucken, die kriegst du halt mit rein zu sagen, naja, das ist jetzt kein Spiel, sondern es ist eine kostengünstige Möglichkeit, den ganzen Blödsinn, den ihr in den nächsten 3 Monaten macht, einmal so zu simulieren, dass ihr da schneller hinkommt. Ihr könnt das aber, wenn ihr wollt, auch in den 3 Monaten machen. Wenn du das glaubhaft rüberbringen kannst, ist das vielleicht für viele aus der kritischen Sicht leichter, sie rüberzukriegen, als Spiele sind super, komm, mach mit. Also für mich funktioniert der Teil dabei ungemein gut. Genau. Und das ist auch wieder, wenn du nicht Spieler gewinnen willst, muss die Mechanik natürlich möglichst leicht erklärt sein. Ne? Wenn du einen komischen Spielefreak am Tisch hast, dann hat er kein Problem damit, eine halbe Stunde Regelwerk sich anzuhören und dann loszuspielen. Das ist aber für ein Lernspiel, was alle erreichen soll, nicht brauchbar. Ne? Ja. Das klappt halt nicht. Musst du da auch an unsere Spielerunde denken, letztes Jahr? Ja, wir haben mal einen Let's Play gemacht mit Kanban e.V. Da geht es halt irgendwie, ist halt schon im Namen Kanban, aber wie Automobilproduktion, ich weiß schon gar nicht, wie das Spiel ist. Es ist halt eine Shopfloor-Umsetzung, also eine Brettspiel-Umsetzung von einem Shopfloor. Mhm. Also, und genau, also unser Fazit war auch, es hat mit Kanban so, also selbst mit Manufactured Kanban nicht so viel zu tun, aber es bildet so die Grundmechanik und den Aufbau und die einzelnen Elemente von der Produktionshalle ganz gut ab. Aber es ist halt alleine schon dieses Hindernis, die Frage, ist das als Lernspiel zu gebrauchen? Auf keinen Fall, weil selbst erfahrene Spieler, ist es halt ein Expertenspiel. Da musst du dich reinarbeiten, da brauchst du 2-3 Runden, bis du wirklich in die Mechanik gegangen bist. Das funktioniert nicht. Lernspiele, Simulationen müssen zugänglich sein. Im Zweifelsfall, wie du es gerade gesagt hast, so über den auch ein bisschen getrickst, so die Leute, die da eigentlich Abscheu gegen haben, irgendwie mit reinzugehen. Und das, was du ja auch gerade gesagt hast, merke ich vor allem jetzt im digitalen Umfeld. Diese Hürde, diese Zugänglichkeit für viele, die keine 2D-Umgebung kennen oder 3D-Umgebung oder sonst was, ne, sind davon auch abgeschreckt. Es muss halt, es muss einfach sein, da die Regeln und das ganze Prozedere zu verstehen. Ansonsten bringt es auch nichts. Also da würde kann man auch drauf gucken und sagen, dass wenn Leute sagen, du willst den Fluss sehen, wie du zum Beispiel mit VIP-Limits eine Beschleunigung hinkriegst oder ähnliches. Also ich habe da jetzt noch nichts Gutes gesehen. Vielleicht kennt da jemand im Chat oder ihr was für. Da würde ich eher so eine Simulation machen, wo man Schieberegler den Leuten gibt und sagt, guck mal, wie sich dieses System verändert, wenn du das so und so machst. Und einfach siehst, auch schön, das ist halt besser und jetzt ist es nachvollziehbarer. Und dann gibt es andere Sachen, die du halt erleben kannst, wo dann sagst, da entsteht etwas, da guckst du drauf, das machst du dann als Spiel. Aber eine Sache, wo du sagst, du bist jetzt der Würfelroboter an der Stelle, dann würde ich da irgendeinen Random-Mechanismus nehmen, der sehr viel schneller als du würfeln kannst und dann halt einfach sehen, wie die Dynamik dabei entsteht und die Effekte.
Weil also das Kanban Pizza Game, altbewährt und immer noch gut. Ich erinnere mich, dass ich es mal mit Ralf bei Zing gespielt habe. Mhm. Das war ein Kanban User Group Event. Das war eine Kanban User Group Event, ja, sehr cool. Das ist die, die wir im Newsletter mit erwähnt haben, die ich damals organisiert habe mit Ralf. Das war mein erster Kontakt zu Ralf persönlich am Telefon, weil ich dann kurzfristig doch nicht konnte. Ich habe nicht mitspielen dürfen an dem Abend. Das war cool und es gibt nach wie vor... Ja, es gibt nach wie vor eine gute Beschreibung, die wir auch nochmal verlinken, wie man das Kanban-Pizza-Game spielen kann und so weiter. Hast du was gehört, dass es da irgendwie Ansätze oder Versuche zu einer Digitalisierung gab? Ich wüsste nicht, dass es von dir selbst welche gab. Bei mir gab es keine. Aber es gab einige. Auch absichtlich nicht. Also es gab einige. Ich suche nach einer guten. Also ich habe jetzt keine gute gespielt an der Stelle und ich bin da doch offen bei, das zu sehen. Und mich macht das auch unglaublich stolz, wie viele Leute bei dem Spiel was sich sehr offline bewährt hat, zu gucken, dass sie versuchen, dieses übertragen. Aber ich persönlich, wenn ich auf der Suche gegangen wäre, zu sagen, ich brauche, also ich habe jetzt, für mich haben die Kanban-Einführungen sich so verändert, dass das Spiel nicht mehr so wichtig war für die Einführung. Deswegen ist es remote dann mehr rausgefallen. Das war früher anders. Und gleichzeitig ist aber der Punkt dabei, wenn ich auf die Entwicklung eines Online-Lernspiels gucke, eines Online-Agile-Games, ich tatsächlich sagen muss, ich spiele lieber befreiter auf und sage, was ist das Lernziel, welche Materialien und Mechaniken habe ich zur Verfügung und wie baue ich das? Baue ich halt ein neues Spiel. Das ist für mich irgendwie, ich weiß nicht, warum es für andere schwer ist, für mich ist das irgendwie leicht. Kann ich nicht sagen, warum das für andere, für mich leicht ist und für andere schwer, aber für mich ist es leichter, ein neues Spiel zu entwickeln. Und für mich ist der Punkt dabei, der, würde ich jetzt anfangen zu sagen, ich übertrage das Kanban-Pizza-Spiel oder irgendein anderes bestehendes Spiel und sage, wie kriege ich das von dem einen rüber, in das andere Medium, bin ich mehr beschäftigt, aus Nostalgie die alte Erfahrung und Mechanik rüberzutragen. Und das kann man Pizzaspiel basierte darauf, dass du eine Schere hattest, dass du einen physikalischen Ofen hattest, dass du ein Handy hattest, wo du einen Timer drauf hattest, dass du halt gucktest, wie auch diese physikalischen Elemente das Constraint haben. Also da war der Punkt dabei, du konntest den Leuten zwei Scheren geben, du konntest den roten Stift geben, konntest dadurch Begrenzungen halt reinbringen, von den Skills her relativ natürlich, und mit dem Ofen halt einen gewissen Bottleneck schaffen. Dadurch hast du halt Sachen geschafft, aus der viele Sachen sich mit ergeben. Da hatte ich keine Idee gehabt, wie ich das halt in der Praxis jetzt auf einem Whiteboard abbilde, dass diese Dynamiken in dieser Natürlichkeit reingehen. Und da hätte ich persönlich gesagt, dann mache ich lieber eher, was ist das Learning Objective, welche Materialien habe ich und baue das dann neu, weil die Gefahr halt immer ist, dass du als jemand, der ein Spiel schätzt, in der Nostalgie verfällst, das ist doch jetzt fast so, wie wenn ich da Papier in der Hand habe, oder? Mhm. Und das wird dann wichtiger als das Lernziel, was du vermitteln willst. Und das finde ich dann zumindest schwierig so gesehen. Wenn jemand von euch gute, kann man Pizza-Online-Varianten gesehen haben, hat an der Stelle und sagt, das war für mich von der Dynamik vergleichbar. Super, her damit. Freut mich auch, dass Leute es geschafft haben. Sollte man auch promoten. Meine Wahl wäre es gewesen, ich fange bei Null an und so habe ich es zum Beispiel dann ja auch an anderen Stellen gemacht. Also. Aber wenn jemand was kennt, genau, rein in den Chat, in die Kommentare. Los. Genau, schreib das rein. Was hast du denn online schon für dich funktionieren gesehen oder für dich erfunden? Oder über was für Online-Lernsimulationen bist du schon gestolpert, wo du gesagt hast, ja, das funktioniert total, weil das Learning Objective gut abgebildet ist, erreicht wird? Ich habe eine Schwäche, ich bin ignorant, an der Stelle nachzugucken, was es gibt. Insbesondere, wo Corona losging an der Stelle, gab es halt nicht gute Online-Simulationen. Punkt, aus, Ende. Und ich brauchte an bestimmten Stellen, brauchte ich sie. Jetzt gerade im Umfeld, wenn ich sowas wie zum Beispiel Scrum einführe, ist für mich der Punkt dabei, dass für mich, um Leute dort reinzubringen, dass die Natur halt anders, wie ich Kanban aufbaue. Bei Kanban schaffe ich den Kontext, aus dem ich das motiviere, schaffe ein minimales Board und arbeite damit. Bums. Da habe ich Interaktion mit drin, da setze ich, um diesen impliziten Prozess zu schaffen, setze ich zum Beispiel, wenn man das als Spiel bezeichnet, How to Draw a Toast ein. Von dem Tom Wujak, der sich auch die Marshmallow Challenge ausgedacht hat, weil man mit dem ganz wunderbaren Breiten inspirieren kann, wie man einen breiten Prozess visualisiert. Das ist jetzt aber keine Lernsimulation, sondern eher ein Trigger, wie man eine Systemübersicht bekommt, nenne ich es jetzt mal. Und ansonsten ist es so, dass wenn ich zum Beispiel von der Dynamik her so etwas wie Scrum einführe, dann ist für mich der Punkt dabei, dass die Leute dazu kriegen, dass sie eine Idee haben, wie es funktioniert, wie man es erlebt. Und das ist für mich halt wichtig, dass die Leute. Also ich führe das relativ offensiv ein und gehe dahin, dass von einem ersten Sprint die Leute in der Verantwortung sind. Und die kriege ich dahin, indem ich halt eine kleine und eine große Lernsimulation mache. Zu Corona hatte ich die große Lernsimulation schon, die ist allerdings nirgendwo dokumentiert. Ich lasse die Leute nämlich Sachen in Minisprints aufarbeiten. Also das mache ich in meinen Scrum Master Trainings auch. Da nehme ich dann Fragen, mache ein bisschen Voodoo und mache die
sodass ich denen ein paar ihre Fragen zurückspiele und dass sie den Minisprint selber aufarbeiten. Und habe damit die End-to-End-Simulation gehabt, die für mich, wo andere sonst nach etwas gesucht hätten, wie sie die Lego-Simulation, die Lego-City-Simulation mit ersetzen. Da habe ich halt einen Weg dabei, dass ich damit gut arbeite. Und dann hatte ich halt noch das Problem gehabt, dass ich eine kleinere Simulation brauche, in der ich dieses empirische Vorgehen halt erlebbar mache, in der man halt ein Gefühl kriegt, wie man systematisch aus Erfahrung lernt. Da habe ich früher unglaublich gerne das Ballpoint-Game vor Ort benutzt, weil das halt eine hohe Dynamik hatte, in einer kurzen Taktung funktioniert. Und dann einfach sagen muss, da brauchte ich auch etwas, was mir dabei hilft, dass ich Leuten diese Erfahrung mitgeben kann. Und ganz am Anfang war unglaublich viele Leute dabei und haben gesagt, wie kriege ich das Ballpoint-Game remote durchgeführt? Und dann passierten so diese Sachen, die für mich sehr skurril wirkt. Und wenn andere damit zufrieden sind, es gut funktioniert, freut mich das. Aber für mich wirkte das nostalgisch verklärt zu sagen, wir schieben jetzt Bälle auf eine Miro oder eine Moralboard hin und her und tun so. Und das fühlt sich fast so gut an, haben die Leute gesagt. Was ist in der Pandemie dann Höflichkeit? Was ist wirkliches guter Leben? Kann ich nicht auseinanderhalten? Für mich war die logische Entscheidung, ich baue es neu. Und habe mich dann halt gefragt, okay, ich will aus einer stabilen Umgebung sehen, dass eine Gruppe lernt. Und habe mich dann gefragt, welche Medien ich nehmen kann. Da, erste Idee war, die Leute reichen sich irgendwas durch diese liebreizenden Fenster, die wir hier haben, so durch die Gegend, so, dass ich jetzt dir das da so rübergebe. Ach nee, andere Richtung. Dir das da so rübergebe. Da habe ich festgestellt, die Sichten sind halt nicht alle gleich. Dann habe ich überlegt, ob man irgendwas mit Sprache und irgendwie Sprachwitz macht. Das fühlte sich auch nicht gut an. Und dann war es eigentlich relativ klar, dass das einzige Medium, was wirklich da aufkommen war, was man gut benutzen konnte, waren die digitalen Whiteboards, auf denen man halt irgendwas hin und her schieben kann, mit Post-its machen kann oder halt auch drauf malen. Und beim Malen war ich dann zum Beispiel relativ schnell bei dem Haus vom Nikolaus, weil jeder irgendwie in unserem Kulturkreis kennt das Haus vom Nikolaus, aber keiner hat es mehr präsent als Erwachsener, wie es so ganz ging, so sofort das aus der Lameng zu haben. Das macht es dann halt sehr schön. Und dann habe ich gesagt, das reichere ich an. Und das ist tatsächlich dann so entstanden, möchte das eine Training remote weiter durchführen, das am Horizont war, hatte überlegt, wie ich das mache und habe dann gesagt, ja, okay, Haus vom Nikolaus, so angereichert, habe das mit drei Leuten durchgesprochen und dann auch relativ zügig verprobt und das ist dann auch so geblieben, wie es war. Und halt aber sehr stark auch wieder dran gebunden, das ist das Learning Objective, wie komme ich zu einem sehr schlanken Spiel, wie schaffe ich es, eine Dynamik dabei zu schaffen und bin da auch sehr zufrieden mit. Ist übrigens, das könnt ihr tatsächlich verlinken, am Montag mache ich eine freie Session als Webinar mit dem Spiel. Wer das mal sehen möchte, das könnten wir, glaube ich, noch verlinken, kann da gerne vorbeikommen. Das Spiel ist auch unter Creative Commons, diesmal sogar unter meinem Namen. an der Stelle und kann sich das gerne angucken, kann das auch gerne übernehmen, weil ich halt möchte, dass Leute solche Sachen auch übernehmen können und wir in der Community solche Sachen halt auch teilen, weil wir brauchen gute Simulationen, die uns dabei helfen, die Sachen klarzumachen, die wir nicht aus Büchern lernen können. Mhm. Das ist ja eigentlich quasi ich schon. Ich habe mich jetzt ablenken lassen, weil ich, also, ich wollte gerade geguckt habe, ob ich mal schnell den Link finde. Ja, aber kannst du gerade, ich überbrücke das kurz. Ralf, damit hast du ja eigentlich fast schon meine Frage beantwortet, ich muss aber trotzdem mal stellen. Was hältst du, du bist ja ein Fan von Creative Commons, Community-Aspekten und so weiter. Was hältst du denn davon, wenn. Ich frage die eine Hälfte zuerst, wenn sowas wie zum Beispiel das Get-Kanban-Spiel halt hinter einer Paywall gehalten wird. Wenn ich es gebraucht hätte, hätte ich mir die Mechanik angeguckt und hätte ich was anderes draus gebaut. Also ich finde den Punkt dabei, man kann das machen und man sollte auch gucken an der Stelle, dass wenn Leute eine gewisse Fähigkeit haben an der Stelle und Sachen dabei bereitzustellen, sollten sie davon auch einen Wert davon haben. Gleichzeitig finde ich aber den Community-Ansatz, dass man sich gegenseitig in der Community hilft und dass es halt auch auch dabei hilft, dass man Reichweite und Anerkennung kriegt, durchaus auch wichtig. Also es ist eine persönliche Entscheidung von den Leuten, die teilen. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Get-Kanban-Spiel tatsächlich jetzt genau noch passiert ist und wie man das promoted hat, dass es so positioniert bekommen hat. Ich glaube, es war auch ein gewisses Hindernis, dass der Preispunkt halt traditionell auf einer Geschäftssimulation ist, also auf einem Trainingsinhalt mit ein paar hundert Euro dafür, dass du halt aber nicht dann entsprechend auch wirklich das extrem hochwertige Material bekommst. So, ne? Es ist halt einfach eine günstige Stofftasche mit dem und teilweise auch vergriffen. Aber was die ich hab's nie gespielt, wenn ich ehrlich bin. Lohnt sich auf jeden Fall in dem Kontext mal. Und die haben es aber eigentlich noch ganz nett gemacht, dass sie immer die, also bei den späteren Versionen dann die älteren Varianten
auch frei verfügbar gemacht haben. Das heißt, du kriegst auch das komplette Trainermaterial, Trainerinnenmaterial, Slides, Erklärung, aber auch die Spielmechaniken, Ausdruck, Handouts, aber immer halt die vorhergehende Version. Die aktuelle kriegst du nur, wenn du das Material wirklich kaufst. Also den ganz praktischen Punkt dabei ist, wenn du leicht kopierbare Spiele machst, die auf einem digitalen Whiteboard sind an der Stelle und sagst, das darfst du nur spielen, wenn du es von mir gekauft hast, das funktioniert nicht. Die Leute kopieren das, und wenn du sagst, du stellst es unter Creative Commons, sind die Leute tendenziell noch so nett und erwähnen dich. Und manche sind da so eitel, dass sie nicht mal das hinkriegen. Und da ist erstmal der Punkt dabei, so ist erstmal die Ökonomie, die dort mit reinspielt. Der zweite Punkt ist der, ich glaube, es ist eine Entscheidung, wo man sagen kann, ich hoffe, wenn jemand hofft, damit irgendwie Geld zu verdienen, dann soll man das machen, aber für mich war eher das Würfeln und dass der Carlos da irgendwie, also dass ich dann so eine Scripted Reality war, das, was mich ein bisschen abgeschreckt hat, dass es sehr mechanisch war, als dass es bezahlt war, glaube ich. Spannender Punkt, damit Geld, also mit der Idee, Geld zu verdienen. Ich habe häufig das Gefühl, dass die Leute sich das sehr überschätzen, womit man alles Geld verdienen kann. Das Kanban Pizza Game war ja, also vor allem in den Anfangsjahren von Kanban sehr verbreitet, sehr in aller Munde. War denn die Nachfrage überhaupt so groß, dass ihr hättet damit Geld verdienen können? Deiner Einschätzung nach? Ich glaube, dadurch, dass es auf einfachen Materialien basierte, also dass man sagt, wir nehmen Haushaltsgeräte, Scheren, Klebstoff, roten Marker an der Stelle, ist der Punkt dabei zu sagen, du musst es irgendwie kaufen, müsstest du es mit irgendwas bündeln, das ist was von Wert ist. Also sowas wie du davor und danach Videos packst, an der Stelle, dass Leute es profund damit benutzen können, weil wenn es einen Punkt geben würde, es zu verkaufen, ist der, wie du es schaffst, dass Mehrwert geliefert wird, dass Leute alleine damit durchsetzbar sind, das zu tun. Ich meine, mein Arbeitskollege Dave Sherrick hatte das mit David Bland auf der Agile 2012 gespielt, und der eine Kollege, der jetzt nicht von uns war, hat plötzlich dann Timeboxes ausgerufen, und da kommen dann plötzlich auf Twitter so Sachen, die mir dann das Herz bluten lassen, wie das Henrik Nieberg sagt, war ein lustiger Spaß, aber was das mit Kanban zu tun hat, weiß ich nicht, weil der eine, der da mitgemacht hat, ausgerufen hat an der Stelle, wann die Timebox zu Ende ist und damit die ganze Mechanik kaputt gemacht hat. Und das tut dann halt aus dem Weh, wo es halt auch darum geht, wie hilft man Leute, dass sie es gut nutzen, dass der Mehrwert entsteht. Und wenn, ist der Wert nicht allein, das Spiel zu teilen, sondern wie du den Leuten dabei hilfst, dass die Lernerfahrung erhöht wird, zum Beispiel durch Zusatzmaterialien, ihren Videos oder andere Sachen, die dabei helfen. Ich glaube, dann könnte man sich damit auseinandersetzen, das zu vermarkten. Aber damals war das so, das Hauptgeschäft ist halt Coaching und Begleitung von Firmen. Und wenn du dann sagst, ich nehme einen komplett neuen Bereich vor, mit dem ich mich auseinandersetze, dann ist Spieleentwicklung nicht nur die Mechanik schaffen, mit der du was lernst, sondern auch, wie vermarkte ich ein Buch oder wie vermarkte ich ein Spiel, ist eine Welt an der Stelle, mit der man sich dann auch erstmal auseinandersetzen muss. Und ich finde es erstmal beeindruckend, jetzt tatsächlich bei Kent Kanban, dass sie es geschafft haben, ein Spiel zu dem Preis, wo sie es dort angeboten haben und bepreist haben, dass das sich so weit verbreitet und gehalten hat, weil Definitiv. die Mechanik von einem Spiel mit ein paar Würfeln und zu sagen, da war es so ein bisschen was rein ist, durchaus eine Sache, wurde ja auch später von anderen, guck mal, ja, das ist jetzt nicht mehr das, sondern sind ja Abformen von Spielen entstanden, die jetzt ja schon sehr von so einer Mechanik inspiriert sind, und die kannst du halt nicht copyrighten. Also deswegen Schwierig, ja. hat mich überrascht, dass das so lange gedauert hat, bis Leute gesagt hatten, ich mache dabei Get Kanban nicht mehr mit, ich habe hier ein freieres Spiel fertig. Also Copyright wird vor allem schwierig, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Trainings und auch interne Workshops und so weiter laufen halt hinter verschlossener Tür. So, ne? Das ist halt schwierig da, dass zum Original-Creator irgendwie was zurückkommt. Aber zwei Fragen, die mir da noch hin sind. Ich überlege jetzt gerade, in welcher Reihenfolge, aber die mache ich zuerst. Du hast mir schon mehrmals erzählt, dass es auch viele, also nicht nur die Online-Adaptionen, sondern auch viele Ergänzungen und Weiterentwicklungen deines Kanban-Spiels auch gab über die Jahre. Wie war denn dein Eindruck bisher Pizza da? Games, wir sind bei Entschuldigung, Pizza Games. danke, Pizza Ich Game. Es ist schon spät. jetzt gehört dir schon mal Kann man der mal was sagen? Kanban Nein, nein, erfunden. So nein. schnell Pizza geht's. Game. Genau, das Pizza Game wurde Nein. erweitert, ne? Du hast eben doch das Beispiel mit den Timeboxen genannt. Funktioniert das? Was machen die Leute da richtig, falsch? Nein, die Timebox-Sache war ein Schugge-Ding, wo jemand das Spiel nicht verstanden hat. Weil das War das eine Spiel halt, Ausnahme? wenn du Timeboxen ausrufst, dann ist das kaputt. Was? War das eine Ausnahme oder hast du das noch öfter gesehen bei den Erweiterungen, die Leute versucht haben? Also nachdem ich die Sache halt, sondern wie gesagt, dann diesen Tweet von der Agile 2012 von Henrik Nieberg da auf LinkedIn mein Herz bluten ließ, habe ich mich mit dem einen Kollegen Martin hingesetzt, und wir haben eine bessere Beschreibung auf die Agile 42-Webseite gemacht, die hoffentlich so klar ist, dass sowas nie wieder passiert. Hat es also doch was Und gebracht? da war halt einfach der. Was? Hat es also doch was gebracht?
Ja, ich wäre fast Alkoholiker geworden, nein. Das ist der Punkt gewesen, aber ansonsten gab es so Sachen, dass Leute irgendwie viele, viele Erweiterungen, wo sich Leute damit auseinandergesetzt hatten, waren mechanischer Natur oder kosmetischer Natur, wo sich Leute sagen, die Pizzastücke sehen so hässlich aus, wir haben einen Kunden eingeführt oder mir war die vierte Runde zu langsam, wir haben jetzt eine Calzone eingeführt, die wir irgendwie so als Bombe irgendwann zwischendrin war und jetzt müsst ihr das auch noch können, damit ihr mal seht, wie schwer das ist, wenn etwas aus dem Nichts kam. Aber die waren, ich kenne keine Erweiterung, die darauf ging, das ist das Learning Objective, was ich erreichen will und deswegen brauche ich diese Erweiterung, sondern sie waren immer so, guck mal, das wäre auch nett. Und das sind die Sachen, die ich sehr kritisch sehe, weil ich halt auch bei Spielen, die ich für mich übernehme oder adaptiere, drauf gucke, was will ich erreichen, wie gestalte ich das aus und wie streamline ich das da drauf. Und jede Ablenkung, die mir reinkommt, die nicht zum Lernergebnis beiträgt, ist eine Ablenkung und stört den Spielfluss. Und deswegen bin ich da, zu sagen, wenn du einen Kunden einführen willst, warum? Ja, die Pizzastücke sehen hässlich aus. Geht es hier um schöne Pizzastücke? Wenn du sagst, ja, in der vierten Runde, da war es mir ein bisschen öde, ja, dann mach drei oder keine Ahnung, aber den Leuten zu zeigen, guck mal, wenn du irgendwie da plötzlich irgendwo aus dem Nichts was reinwirfst, warum? Also, wenn du da einen guten Grund für hast, super. Wenn du ihn nicht hast, lass es. Und ich weiß gar nicht, ob ich dir das So, mal. kannst du dich an. Da würde ich gerne noch kurz anfangen, weil möchte mich jetzt einmal Ah, ja. outen. Ich habe nämlich dein Spiel auch über die Jahre mehrmals benutzt. Und ich habe tatsächlich eine Erweiterung ab und zu, also mitentwickelt für meine Szenarien und ab und zu mal mit angewandt. Weiß gar nicht, ob ich dir das jemals erzählt hatte. Ich meine nämlich schon, dass ich so irgendwann in den späteren Runden dann Sonderanfragen, also Sonderwünsche eingesetzt habe. Also ich habe geguckt, was sind so die Durchlaufzeiten der Teams und was würde bei denen wirklich das System nochmal sprengen und dann halt gezielt Sachen, die vielleicht eventuell ein bisschen erst Blick, also auch mehr Geld einbringen, aber halt auch für den Ablauf, für die eigentlich in der Durchlaufzeit nicht drinne sind, im Verhältnis so, dass sie eigentlich überlegen müssen, das anzunehmen oder nicht, um genau das auch zu fördern, diese Diskussion. So, jetzt haben wir hier was super kritisch oder was tendenziell super spannend ist. Kann unser System das überhaupt ab? Oder was müssen wir machen, damit wir das machen? Oder macht es jetzt in den letzten Minuten noch Sinn, das zu tun oder nicht? Ja, hattest du aber eine Klarheit mit hinter, was du damit vermitteln wolltest? Genau, diese Diskussion dann auch zu reflektieren. Was passiert denn? Ihr messt jetzt Durchlaufzeiten. Was passiert denn da? Wie kann man das? Was ist denn das in eurem Geschäftskontext parallel dazu, wenn der Chef reinkommt oder der Kunde mit einer neuen Idee kommt? Nehmt ihr die einfach an, weil es der Kunde ist, oder reflektiert er tatsächlich, was das bedeutet, was das für Kosten sind? Wägt ihr das ab? Genau. Aber grundsätzlich gilt für mich, wenn du für dich oder wenn jemand für sich ein klares Punkt hat, das will ich mit dem Spiel vermitteln, deswegen gestalte ich das um. Du das Gefühl hast, dass das für dich gut funktioniert und dass ein Weg ist, das klar rüberzubringen, dann ist das top und dann ist tatsächlich auch meine Präferenz dabei völlig unerheblich. Der Punkt, den ich vor allem kritisiere, ist das unreflektierte, guck mal hier, das ist doch auch nett. Genau, man muss sehr bewusst sich des Risikos bewusst sein, dass wenn man in ein Spiel mehrere Learning Objectives reinquetscht, dann wird es schwierig, ne? Also Ja, und auch zäh meistens. ja, und es muss am Ende ja auch noch weil man irgendwie sagt, okay, drei Runden funktionieren, spielen wir, Spaß um das machen. erste Aha zu erreichen. Ja. Und vor allem alles, was du hinzusetzt, ist wieder ein Problem, wieder eine Hürde für den Einstieg. Also, ne, am Anfang hast du vielleicht mal darauf geachtet, holst du alle Leute ab, ist es relevant und zugänglich? Und dann packst du da noch eine Schippe drauf. Und wenn du dann vergisst zu gucken, ob du jetzt Auch Leute eine Ablenkung verlierst, vom Wesentlichen. ja, der Fokus ist Also weg, ähnlich genau. wie bei User Stories. Genau, so ähnlich wie bei User Stories, wo die Sexiness eigentlich mal war, dass das Karten irgendwie von dieser Größe war und dass man sich entscheiden musste, was schreibe ich drauf und was nicht. Wenn ich 40 Seiten aufschreibe, habe ich nicht nur mehr Input, sondern mehr Ablenkung vom Wesentlichen. Und wenn du sagst, dass das Problem ist, dass ihr im Wesentlichen das Ding auch bei 40 Seiten gut trifft, herzlichen Glückwunsch. Aber die meisten haben das erfolgreich hingekriegt, dass sie dann die ganzen Seitensachen gebaut haben. Und Wenn man für das Wesentliche 40 Seiten braucht, dann hat man auch was Größeres als eine User Story da gerade vor sich, glaube ich. Na gut. Anzunehmen. Hast du doch eine Story für uns, wo du sagst, okay, da hast du dich beim Lernspiel mal total verrannt und vielleicht hast du oder warst auch in der Situation, dass du gedacht hast, okay, ich habe das nicht genug verprobt, ich bin mal einfach in ein Training reingegangen und das hat so, ist voll nach hinten losgegangen. Naja, ich habe das in Trainings eigentlich nicht gehabt, aus einem ganz einfachen Grund. Ich mag die Community, ich nutze die Community. Das heißt, wenn ich ein Spiel habe und überlege, dass ich gucke, wo ich es hingehe, dann biete ich frühe Versionen an und hole mir Freunde, Bekannte zusammen oder hole mir halt auch Leute mit ran und setze halt
die Sachen eigentlich in dem Kontext der Firma dann ein, also wenn auch Leute dafür bezahlen, dass sie damit etwas lernen, möchte ich, dass das Ganze darauf ausgerichtet ist und damit läuft. Also und da, deswegen hatte ich da jetzt zumindest die letzten Jahre keine Probleme. Anfangs, ich hatte mal die Situation gehabt, wo ich das Lego City Spiel kennengelernt hatte, wo ich das erste Mal damit zu tun hatte, das zu nutzen, war mir nicht bewusst, dass dabei auch diese tiefe Lernreise gehörte. Da war ich dann ein bisschen in Panik gewesen, weil der erste Sprint so desaströs war. Das musste ich dann selber quasi noch mitverarbeiten, fast mehr als die Teilnehmer. Aber das war mir 2010 passiert. Also das war mein Learning 2010 gewesen. Aber deswegen achte ich bei solchen Sachen sehr stark darauf, dass das Verproben, Beta-Versionen sind für mich Sachen, die man in freien Sessions macht. Und in dem Kontext, wenn mich jemand einkauft an der Stelle und ich insbesondere auch darstelle, dass das funktionieren wird und dass das eine gute Sache ist, dann möchte ich da auch mit voller Qualität hinterstehen und nicht was vorgaukeln. Ich glaube, vorgaukeln geht nicht, und wenn, müsste man es dann offen und transparent machen und sagen, pass mal auf, ich habe deine Idee, wir können das zusammen probieren, willst du das? Und das ist halt ein Punkt dabei, das wäre dann fair, aber ich finde es einfacher zu sagen, wie holt man online oder offline Leute zusammen und macht das dann halt an der Stelle und sagt, lass uns das gucken, oder findest du dann auch, wenn du gut vernetzt bist, Leute da gerne mitmachen. Und deswegen hat es jetzt so richtig geknallt nicht. Also auch diese ganzen Leute, die dann sowas gegen Spiele haben und dabei sagen, ich spiele nicht, dadurch, dass ich halt das sehr schnell gemünzt kriege, auch ich mag ja auch keine Spiele, bin ich nicht unbedingt in diesen Begeisterungspunkt reingelaufen, das Spielen ist super, und da sitzt einer, ich hasse Spiele. Also wenn einer bei mir sagt, ich hasse Spiele, ja, ich auch. und damit ist die Flanke dann erstmal schon mal weg an der Stelle. Aber ich sehe keine Alternative, dass wir lieber jetzt nochmal gucken, dass wir hier 3 Stunden jetzt so investieren, zu sagen, deswegen finde ich manchmal auch agile Lernsimulation fast besser an der Stelle für zumindest die Spiele, die ich einsetze. Weil dann sagst, ich lerne das jetzt lieber an der Punkt ab, wo ein Lego-Haus einstürzt, als wenn wir jetzt gucken, dass sein Chef, der ja manchmal scheint ein bisschen emotional zu sein, beim Ausprobieren, wie der darauf reagiert, wenn wir jetzt 3 Runden Blödsinn machen, also 2 Wochen lang. Und das ist dann normalerweise recht überzeugend. Das machen die Leute auch gerne mit. Ja. Aber jetzt so, ich würde ja gern so eine Geschichte haben. Also außer 2010 das eine Mal. Mm-mm. Alles gut. Letzten Endes ist es ja das Eat Your Own Dog Food. Also du lebst ja dieses agile Early Feedback Fail Fast dann da auch vor, indem du sagst, verprobe das sehr schnell. Es sind auch Sachen erstaunlich gut gegangen. Also ich hatte einmal eine Situation gehabt, da habe ich für einen Vertriebspartner ein Scrum-Training gemacht. Das war bei denen so gewesen, die haben ihre Zertifizierungstrainings als Basistrainings dem Kunden schon komplett verkauft gehabt oder sowas. Das heißt, ich war dann im Training drin und habe gefragt, und was wisst ihr dann alle über das Scrum? Ja, wir haben alle eine Schulung gemacht, wo die Inhalte, die jetzt hier behandelt werden sollten, kommen sollten. Habe ich noch kurz ein bisschen abgetestet und stellte sich raus, wow, das ist sogar eigentlich bei allen relativ gut präsent. Und dann habe ich halt mitgenommen gehabt von dem Agile Coach Retreat, was in Kopenhagen war, dass wir da in Mini-Sprints-Themen bearbeitet haben. Ich habe gesagt, okay, dann nehmen wir eure Fragen, dann wudere ich da mal ganz kurz irgendwie, wie wir die ausführbaren Mini-Sprints machen. Haben wir 2 Tage Mini-Sprints gemacht und deren Fragen so aufgearbeitet, dass sie Fallbeispiele draus hatten, wie sie sich aufarbeiten. Aber abgesehen von der Situation, wo ich halt wirklich so improvisieren musste dabei, auch das ging gut. Also das ging erstaunlich gut. Deswegen ist da für mich der Punkt entstanden, dass das irgendwann das Lego-Spiel verdrängt hat, weil die Leute in so einer Simulation zum Beispiel sehr viel enger zusammenkommen. Und bei sowas, wenn die Leute zum Beispiel sowas wie Lego-Spiel machen, meistens 3 Leute zusammen sich ein Haus nehmen und jeder in seine Ecke baut und wir sagen, ja, diese 3 Leute, die da, also diese 3 Subteams zusammen bezeichnen wir als Team. Und wenn du diese Mini-Sprints machst, hast du den Vorteil, die Leute stürzen sich eher zusammen auf die Sache, was jetzt für sowas wie Scrum viel besser passt. Aber so diese richtigen Fettnäpfchen habe ich eigentlich in meiner Paranoia versucht auch zu sourcen in Community-Events und bin da auch sehr dankbar über den Austausch und das Feedback. Ja, cool. Wir nähern uns dem Ende von unserer Session, von unserem Stream heute. Hast du im Moment, um noch einmal den Abschluss beim Thema Lernsimulation, Lernspiele zu finden, hast du im Moment, gärt es im Moment in dir, weil du sagst, für dieses Learning Objective bräuchte ich eigentlich noch was, da müsste ich mal was entwickeln. Die Simulation, die noch kommt. Tatsächlich momentan, also es ist meistens eine Sache, die ist sehr akut, wenn sie halt hochkommt, sowas wie, oh, da ist dieses Corona, da müsste ich jetzt mal was tun, Ding gewesen.
Das hat mich dabei halt so getriggert, ansonsten lege ich mich bei sowas eher wieder schlafen. Also es ist der Punkt, ich arbeite momentan ohne eine Kanban-Simulation. Ich denke immer auch nochmal drüber nach, so eine leichtgewichtige Sache wie das, was wir vor Ort gemacht haben, was halt Leuten auch geholfen hat, dieses Evolutionäre zu sehen, dabei nochmal zu sagen, wie kriegt man diese Dynamik gut in einem Fluss remote hinzukriegen, ist sicherlich noch ein Punkt, den ich sehr spannend finde. Ich finde auch den Punkt noch sehr spannend, bei Objectives and Key Results tatsächlich, weil Objectives and Key Results für mich ein unglaubliches Potenzial hat, dass sie die Rückkehr des Management bei Objectives werden, weil die Grundideen von Peter Drucker sahen alle, die waren genauso gut, die hatten genauso gute Intentionen gehabt wie Objectives and Key Results. Alle Sachen, die mir Leute erzählen, ja, aber diesmal ist das so. Da sagt ihr, ich sehe die Originalquellen durch. Die Ideen waren alle da und wir haben da ein Monster draus geschaffen. Und keiner guckt drauf, außer wir haben diesmal aber wirklich eine gute Intention, dass wir Gefahr laufen könnten, wieder ein Monster zu schaffen. Und da finde ich es halt spannend, dass wir zum Beispiel Objectives and Key Results ein spielerischer Punkt, der so sein könnte wie, der kann aber auch ein Rahmen sein, sowas wie, keine Ahnung, ich habe gesagt, Corona ist 15 Kilo lang, sowas wie, wie schafft man zum Beispiel einen Challenge-Rahmen, wie man ein bisschen Fitness macht, zum Beispiel für einen Monat für sich selber mit so etwas zu machen oder wie man sich ein Objective, ein Key Result Setup schafft, indem man sich so ein bisschen Bootstrap-mäßig ausarbeitet, das Thema zu verstehen oder sowas, das daran zu linken. Sowas würde ich nochmal momentan spannend finden, weil Spiele will ich vor allem da einsetzen, wo wir mit Erklären an unsere Grenzen rankommen. Und da sehe ich zum Beispiel bei Objectives und Key Results momentan eine Hürde, wo ich glaube, viele sich nicht bewusst sind, dass man von diesen größeren Zyklen so drei Runden braucht, gefühlt, bis so eine Umgebung eingegroovt sind. Und die meisten führen das für mich gefühlt so ein mit Vertrau mir, fang an und alles wird gut. Und da würde ich diese Erfahrung vorzulagern unglaublich gut finden. Ja, weil das sind ja dann immer gleich 3 Quartale und meistens ist die Das ist dann Geduld einmal, genau, das ist gar nicht so einmal lang. der Zyklus für die Geburt von Zwillingen an der Stelle. Das ist irgendwie schon eine längere Zeit. Ja. Cool, dass Ja. wenn du damit fertig bist, wir sind kein OKR-Meetup, aber wir wollen es trotzdem hören, wenn Auf jeden Fall, vor allem wenn du es mit Kanban verbinden kannst. Wir haben ja oder auch vielleicht schon. kommt aus der Community. Wir haben ja auch schon eine Folge mit Kanban und OKR in der Kombination bei Nordic IT. Und da können wir jetzt das ist auch schon wieder eine Weile her, da könnte man noch gut nochmal ein Update dran machen, wo sich das verbinden lässt, ob man da was beachten muss oder halt auch nicht. Ich weiß aus einer Podcast-Folge dazu, ne, dass es gar nicht so viel Überlappung gibt, deiner Meinung nach, wie viele auch häufig glauben, so, ne? Also dass es vielleicht gar kein, oder dem da gar nichts mit im Wege steht. Ja, also ich habe zu Lernspielen noch einen Appell an die Leute, die Oh zuhören. Das ja. ist nämlich der Punkt dabei. Wenn ihr Lernspiele benutzt, guckt euch die wirklich an mit dem, was wollt ihr damit vermitteln und versucht sie so schlank wie möglich zu halten und adaptiert sie darauf und guckt, dass ihr die spielerische Leichtgewichtigkeit euch erhaltet, dass ihr dabei auch eine Ergebnisoffenheit mit drin habt und das nicht zu einer Scripted Reality macht und um Himmels Willen macht ein Debriefing mit den Leuten, was man daraus lernt, weil zu sagen, es ist offensichtlich, dass da was rauskommt. Ja, für dich in deinem Kopf, aber für die anderen halt nicht. Und das ist dann halt schön. Also, das wäre so ein Punkt, wo ich mir wünschen würde, dass mehr Leute drauf gucken. Das ist so mir sehr wichtig. Ja, 2 Minuten noch für, Super ich Schlusswort. finde, das Schlusswort, genau, das Moment. Debriefing wäre eigentlich noch ein Thema für sich. Also gutes Debriefing von sowas ist, glaube ich, auch noch eine Kunst für sich. Ja, Aber. wenn das die Leute im Chat, die Zuschauerinnen interessiert, schreibt es in den Chat, schreibt es in die Kommentare, ob wir mit Ralf dann nochmal ein Add-on, eine Erweiterung zu produzieren sollen. Per, bevor wir Ralf nach Hause schicken, haben wir doch noch eine Kleinigkeit für ihn als Gast. Genau, ein virtuelles Gastgeschenk für deine Zeit, die du dir genommen hast und weil es so schön war, dich dabei zu haben. Wir schicken keine Pralinen, um auf die 15 Kilo nicht noch was raufzusetzen oder sowas. Schade für dich auch, aber stattdessen haben wir einen Baum für dich gepflanzt, im schönen Mecklenburg-Vorpommerschen Wald, einen großen, hoffentlich irgendwann mal großen Laubbaum. Du kriegst ein Zertifikat dazu, wo das genau mit GPS-Koordinaten, wo das steht. Und in Kannst du ihn 35 Jahren besuchen? kannst du dir das auf Google Maps angucken, wie groß das schon geworden ist, oder einfach mal hinfahren. Jedenfalls produziert der Sauerstoff für dich und Also, andere. das freut mich sehr. Dankeschön. Aber ich muss auch sagen, an der Stelle, als alter Obstbauer, ne,
bin ich, was das Bäumepflanzen angeht, so 1000 Bäume im Plus. Super. Dann sind wir jetzt bei 1001 für dich. Nee, ich finde das super an der Stelle. Ich weiß gar nicht, ob die noch stehen an der Stelle, aber ich bin im alten Land auf dem Bauernhof aufgewachsen, deswegen Bäume pflanzen kann ich. Sehr schön. Genau, wie Per schon gesagt hat, das Ganze kriegst du dann per Mail zugeschickt, das Zertifikat, weil wir es die leider in der Situation, in der wir uns gerade noch befinden, nicht physisch übergeben können. Auch ein Thema, an dem wir arbeiten, aber uns da ein bisschen die Hände gebunden sind. Aber an der Stelle sind wir auch schon fast, also wir sind über die Zeit rüber. Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank an alle da draußen, die zugeschaut haben. Auch vielen Dank, wenn ihr euch das Ganze im Nachgang noch angetan habt. Denkt ans Abo, überlegt, ob ihr nicht noch auf Like drücken wollt oder genau andersrum. Denkt aber da vor allem an die Glocke und das Video auch bei Leuten zu teilen, die endlich mal ein bisschen was über Lernspiele lernen sollten. Dann bleibt mir noch eins zu sagen, Per, auch an dich. Vielen Dank. Und wir sehen uns dann nächsten Monat wieder. Genau, euch auch Dankeschön. Das war ein schöner Austausch. Ich finde das cool, was ihr hier macht und dass ihr euch mit OBS und sowas auseinandersetzt. Ja, Hammer. Dankeschön. Es war schön, dich dabei zu haben, Ralf. Und Alex, dir natürlich auch vielen Dank auch für das ganze Management im Hintergrund. Großartig. Super. Schönen Abend noch und bleibt im Flow. Flow.